Hallo meine lieben Leute und herzlich willkommen zu einem abgeturnten, super tollen Livestream. Heute ist mit dabei der Andel. Was? Und die Schandl ist heute auch dabei. Hallo. Und wir gehen heute wieder auf Geisterjagd. Es gab ein kleines Update und wir sind zu spät wegen Andel. Wieso ist denn bei mir in letzter Zeit, habe ich die... Hä, was? Was ist in letzter Zeit? Hallo? Schrei mal. Hallo, ich bin's, die Rita. So. Hörst du mich schlecht, oder was? Ja, ich höre dich schon, aber bei mir ist immer... Aha. Es war gestern auch schon so, habe ich Smokey so leise gehört irgendwie. Ach so, okay, ja gut, ja, dann liegt's ja nicht an uns. Gut, wollen wir gleich mit dem neuen Haus anfangen? So. Vielleicht kriegen wir schon einen neuen Geist, ich weiß es ja nicht. Den Freund würde ich mich auf alle Fälle... Warte mal, erzähl mal, was für ein neues Haus? Es gibt ein neues Haus und es gibt einen neuen Geist anscheinend. Was? Nimm ein paar Sachen mit und dann für das habe ich jetzt kurz vorher aktualisiert. Ja, super. Genau für das hast du da aktualisiert. So ist es. Hört man alles? Ja, ich höre alles, ja. Ich höre alles super. Ich habe noch nie so gut gehört wie jetzt gerade. Richtig. Ach, schau mal, der Herr Enes ist wieder dabei. Mit einem Zwanni. Hallo Keson, was geht, Bratan? Alles, was Beine hat und Stühle und Sessel und Pianos bitte ausgeschlossen. Ich glaube, die Leute trollen dich gerade. Boah, Körtel. Vorhin ein schönes Steak gegrillt und jetzt ein kaltes Red Bull auf der Terrasse genießen, Beste. Und jetzt auch nur Livestream gucken. So muss das. Können wir starten? Ich geh gerade in die Knie. Oder musst du auf bereit gehen? Ich geh mal auf bereit. Ich weiß nicht. Hast du das neue Haus ausgewählt? Geh mal auf bereit. Hä, wieso seid ihr alle so gut? Weggesagt. Ja, Leute, jetzt geht's los ins neue Geisterhaus mit vielleicht einem neuen Geist. Mal schauen. Wir haben schon lange mehr gespielt, ich freue mich gerade einfach. Marcel Maxify, Fan, ich weiß nicht einmal mehr, wie die Steuerung geht. Ja, warte, ich auch. Hallo? Wir müssen auf Schandl warten. Wo hab ich mein Arsch-Funkgerät hingelegt? Hallo? Also, hallo? Ich glaube, wir müssen noch warten, bis Schandl da ist. Das ist immer die Letzte, die braucht ja mal längst im Badezimmer, gell? Wo sind sie denn? Hallo? Ah, jetzt funktioniert's. Hallo, ist es auf B? Ist sie auf B, oder? Hallo, ja, ist auf B, ja? Ja, ich höre dich super. Ich habe dich noch nie so gut gehört wie jetzt gerade. Ich hätte bitte gerne einmal ein kleines Chicken Nugget Menü. So. Lisa Martin. Also warte, wir lesen das mal alles durch, was heute los ist. Au. Ziel 1. Entdecken Sie, um welche Art von Geist es sich handelt. Ziel 2. Stellen Sie die Anwesenheit eines Geistes anhand eines Bewegungssensors fest. Lassen Sie Ihren Teammitglied Zeuge eines Geister-Events werden. Entkommen Sie den Geist während einer Jagd. Das ist schön. Gut, dann nehme ich mal die große, geile Taschenlampe mit. An das Leuchtstäbchen. Ein Teammitglied wird Zeuge. Schandl macht das. Haben wir keine Leuchtstäbchen? Schandl ist die Zeugin. Was? Haben wir keine Leuchtstäbchen mehr? Warte mal, nehmen wir mal die Taschenlampen. Ja, warte, ich schaue nach Dingsenbumsen. So, das nehme ich auch jetzt mit. Wieder die schlechte. Karte. Hallo Schandl, das ist das neue Haus, ja! Ja Leute, ich glaube, mein Router hat gerade einen kleinen Restart gemacht, das ist natürlich super. In dem Zusammenhang, Verbindung getrennt. Leute, ich schwöre euch, ich hasse meinen Router, wisst ihr warum? Ich glaube, ich habe das schon einmal gesagt, on stream. Mein Router... Der restartet sich immer alle 24 Stunden und du kannst es nicht einstellen, wann er sich restartet. Sprich, es ist immer so ein bisschen, ja, wenn ich Router ausstecke, ich mache das manchmal um diese Uhrzeit, weil manchmal funktioniert was nicht, dann stecke ich ihn mal aus wieder an. Vielleicht letztes Mal um 20:03 oder was ausgesteckt, oder 20:04. Und jetzt haben wir den Salat, ne? Jetzt hat sich kurz der Stream verabschiedet und mich jetzt rausgeschmissen. Ist doch super, oder? Dann muss ich wieder warten, bis Schaden. Ach, der Stream fängt schon wieder geil an. Der Stream fängt schon wieder richtig, richtig geil an. Arme Schandl hat gerade dasselbe Problem. Egal, wir warten jetzt hier. Ich schau mal, ob Schandl schon was schreibt auf Discord. Ja, das ist wieder Vorbereitung sein Vater. Aber ich hoffe, der Chat ist noch da. Seid ihr noch da, Leute? Seid ihr noch alle da? Berlin, was geht da? Ach ne, wie geht das? Doch, Berlin, geht alles klar bei euch? Oder Berlin, was geht ab? Keine Ahnung, wie das nochmal ging. Wir haben leider kleine technische Probleme, ja. Aber jetzt geht's, jetzt soll's hinhauen. Ich weiß es so, bis Schandl mir die neue Einladung sendet. Das war's ja komplett. Das war's. Ja, das musste mal wieder passieren um diese Uhrzeit. Genau, weißt du, 4 Minuten stream ich. 4 fucking Minuten und mein Router so, nö, Bruder, ich geb dir jetzt eine neue IP. Wir restarten mal eine schnelle. Das ist halt Pech. Das ist halt einfach Pech. Aber die Leute sind wieder da, jawohl. Ja, schau, der Chat ist da. Liebe geht raus an dieser Stelle an den Chat. Schauen wir mal, der arme Andel, der ist jetzt komplett alone irgendwo, weil Schandl hat's ja auch rausgeschaltet.
Wobei, so, Shuttle macht eine neue Lobby auf, okay. Ja, also Leute, wie geht's euch so? Wie geht's euch? Jetzt ein bisschen Smalltalk mit dem Chat. Der Router spielt Geist, ja. Nee, ich schwöre euch, mein Router geht mir so auf den Sack. Warum baut man nicht einfach ganz normal, wie jeder andere auch, einen Timer ein, den du selber einstellen kannst, wann er sich restartet? Warum macht man sowas nicht? Nein! Nein! Wir sind Routerhersteller, wir machen so, wenn sie den Router einmal ausschalten, dann wird er sich in 24 Stunden genau zu diesem Zeitpunkt auch wieder normal ausschalten und normal einschalten. Das ist... Warum macht man sowas? Müll. Einfach nur Müll, das Ding. Nee. Sonst läuft er super. Ich habe ja sonst keine Probleme damit. Sonst läuft ja alles, so wie es soll. So, neue Lobby ist da. Rein ins Clipboard. Hoffentlich joint keiner nach. Auf einmal joinen 50.000 Leute nach. Nee, das geht ja eh nicht. Ich glaube, du kannst nur zu viert spielen. Spielen. Und außen... Hallo! Ich möchte... Hallo? Achso, ich muss das Spiel verlassen. Achso. Ja, toll. Jetzt habe ich es ganz geschlossen. Was ist das denn? Jetzt habe ich es ganz geschlossen. Erinnert mich gerade so ein bisschen an das Horrorspiel, wo ich direkt durch die Tür raus bin, ne? Das war's komplett. Für die beste und intensive Erfahrung nutzen Sie bitte Kopfhörer. Oh, wie ASMR. Hey, ich bin's. Benutzt am besten schöne, gute Kopfhörer. Ja, bitte. Tapping. Tapping. Hört ihr das? Leute, hört ihr das? Ja. Willkommen beim ASMR Shiba. So, jetzt haben sich die ein oder andere vielleicht erschrocken, weil ihr euch gerade ein bisschen entspannt habt und wir gehen jetzt wieder spielen. So, privaten Spiel beitreten, genau. Aus Zwischenablage einfügen. Ja, Leute, sagt mal, ob ich mir einen ASMR-Channel aufmachen soll. Wäre auf jeden Fall super. Hallo, ich bin's wieder, die Anna! Ne, ich bin's wieder, eure Katrin! Los geht's. So, geht's los? Wieso habt ihr mich vorher im Stich lassen? Weil... Das ist nicht nett von euch. Weil du Fullkofer bist. Genau deshalb und nichts anderes. Weil dein Internet auf Freecofer ist. Nein, nicht mein Internet, mein Router. Der hat sich wieder genau in 24 Stunden wieder gerestartet. Ja, es ist so. Ich hab gestern, gesagt, er ist schuld. Na, weil ich ihn gestern... Ich hab nichts verschandelt. Der ist da noch nicht bereit. Sag mal, was soll denn das? Warum geht das? Ja, ich schau auf den Chat. Ja, ich muss einen Job auswählen, sie. Meine Fresse. Nee, ich sag nur Folgendes, wenn du den aussteckst, wie ich das gestern gemacht habe, ja, hab ich gestern gemacht. Gehst du bereit, die Mann? Schau, so, jammert und tut... Hör auf zum Sudern, erst geh mal rein, da oder nicht, ich mein... So. Das ging aber schnell. By the way, die Leute sagen, ich soll einen ASMR-Kanal aufmachen als Hund. Das ist der ASMR-Schieber. Bitte nicht. Bitte nicht. Naja, du könntest das dann als Ausrede nehmen, dass du... Na, so ein ASMR-Kanal, wo man dann isst. Andel, ich hab Andel das Leuchtstäbchen gefunden. Andel, schau, was ist denn da los? Ja, weil da Leuchtstäbel. Was? Andel, was kann das? Ja, leuchten mehr nicht. Der Andel ist genau das, was du kannst. Die Elisabeth. Nein, kannst du nicht. Elisabeth Brown. Nein, ich strahle. Elisabeth Brown, das ist immer dieselbe. Was hast du jetzt mit? Hallo. Ich habe jetzt ein Leuchtstäbchen mit. Ich habe da schon mal. Ich habe Andel das Leuchtstäbchen, das wird mir helfen. Haben wir einen Schlüssel? Haben wir einen Schlüssel? Hallo, guten Tag. Ich bin's wieder, eure Katrin! Ich weiß auch nicht, wo ich das her hab mit dem Ich bin's wieder, eure Katrin. Wann kommt wieder RLO, wenn RLO wieder da ist? RLO ist gerade im Klo, deshalb gibt's das gerade nicht. RLO Klo? Genau. RLO Klo GmbH? Ja, bitte warte mal, ich bin mit Andel dem Leuchtstäbchen gerade unterwegs, das wird mir helfen. So, also, Leute. Gib uns ein Zeichen. Na, noch nicht. Wir müssen erstmal den Strom finden. Gib uns ein Zeichen. Hallo, wir müssen erstmal den Strom finden, bevor wir das angehen. Gib uns ein Zeichen. Oh, bitte. Schandl, wir müssen den Strom finden. Ich gehe mal in den Keller runter, weil ich glaube, im Keller wird hundertprozentig nichts sein, außer ein Stromkasten. Gib uns ein Zeichen. Boah, Alter, was hat die für einen riesen Keller hier? Österreicher oder was hier? Ich hab mich gerade by the way, komplett selber auseinandergenommen. Man kennt's. Österreich und ihre Keller. Noch einmal. Der Alte hat gesagt, wir sollen uns schleichen. Er hat die Way gesagt, durchs Radio. Könntet ihr bitte schauen, dass ihr das scheiß Ding anmacht? Gell, ich geh mal raus, das ist der Way. Ja, warte, ich bin noch im Keller. Hallo, wartet auf mich. Nein, ich red mit der Handel. Ja, ich. Ich bin hier. Was siehst du? Herkommen, wo hat denn das gesagt, du Held? Hallo, ich bin's. Ja, da hinten. Wo da? Weg. Zum 10. Mal, ich würde gerne den Stromkasten erstmal finden und anschmeißen. Ja, wäre das möglich? Da drin, da bin ich gestanden, da. Und da hat er gesagt, dann away. Wird er da drin sein? Da, Fox. Du, kann mir wer sagen, wo der Stromkasten ist? Mir auf. Hallo. Frag bitte.
Meine Fresse, dann weißt du was, dann mache ich alleine keinen Bock mehr. Dann suche ich halt alleine einen scheiß Stromkasten, wenn mir keiner helfen will. Da ist er doch, schau, da ist er. Ach, und ich bin den ganzen Keller runtergemettelt, Alter. Bin voll Idiot. Da drin ist. Leck hier. Ach, endliches Licht hier. Okay. Na, EMF ist auf 3 bei der U. Ja, perfekt. Machen wir hier das Licht an, das gibt's doch gar nicht. So, dann schauen wir gleich mal nach Abdrücken, oder? Hey, die hat mir gerade ausgesperrt. Ah, die hat wieder das Ding ausgemacht, muss das sein. Ich hab's gerade erst angemacht, den Strom. Das muss jetzt wirklich nicht sein, Madame. Wo ist denn der Strom? Ach ja, so, da. Ja, ich bin alles im Keller runter. Herr Küsson. Wie? Ja, bitte? Mein Name? Da müssen Sie gucken, ob da Fingerabdrücke. Okay. Ah, da ist ein Knochen. Wie heißt das? Hallo, ich bin's, die Katrin, und ich bin hier, um Ihnen zu helfen. Elisabeth Braun. Frau Elisabeth Braun, ich habe eine Frage. Leben Sie gut in diesem Haushalt oder eher schlecht? Könnte ich Ihnen helfen? Ich bin Katrin von Besser Wohnen. Achso, hast du das auch gesehen? Blöd. Ja, wie sieht's aus, Frau Katrin? Ja, warte mal, wie hast du da an? Da kommt nix. Ich habe so das Gefühl, die ist da gar nicht. Hey, da ist ein Tresor, schau, das ist sicher, ja, das ist sicher der Schatz von Azkaban drin, schau. Gib uns ein Zeichen. Wo bist du? Elisabeth Brown. Steppert. Ah, jetzt hat sie. Ui, jetzt Elisabeth kommt was. Brown. Elisabeth Brown. Ist steppert in dem Schlafzimmer mit dem Minotaur Mädel. Elisabeth Brown. Elisabeth Brown. Frau Braun? Oh, es flaggelt, Leute. Handel, wovor man hin? Warum ich? Das ist jetzt nicht okay. Warum immer ich, Alter? Warum? Was habe ich getan? Ich habe gar nichts gemacht. Oh, nee, nicht. Ah, nicht. Ich mach das nicht. Ja, schau mal, da ist er wieder so klar. Ja, nämlich doch nachrennen. Ja. Kleines Stück Scheiße. Das ist ein kleines Stück Scheiße, Alter. Das ist unglaublich. Weißt du, sperren sie mich da ein und ich muss reden. Natürlich bin ich der Erste, der drauf geht. Alter, Leute, ohne Scheiß, wenn ihr das gerade sehen könntet, mich triggert das gerade richtig hart. Aber mein Bildschirm ist gerade alles verschmiert, ne? Ich bin gleich wieder da, ich gehe nur schnell Bildschirm putzen. Wartet mal ganz kurz. Ich gehe mal schnell was holen zum Bildschirm putzen, weil das triggert mich hart. Mal los, bin ich da lang? Ja, geht mal live Bildschirm putzen, Alter. Jetzt kann ich, weißt du, das ist halt der Bildschirm ist komplett dreckig, Alter. Der komplette Bildschirm ist voll gesifft. Und ich weiß gar nicht, was ich da gemacht habe. Ich glaube, warte, habe ich da. Scheiße, ist das von oben bis unten sauber da? Warte mal, Leute, ich will das jetzt hier live putzen. So. Bis deppert, weißt du, was mir passiert ist? Eine schöne Übersicht haben. Udo? Ja, ich habe gar nichts gehört. Ich tue gerade Bildschirm putzen. Was mir passiert ist, ich bin in den Raum eingeflüchtet, wo sie entsprungen ist. Ah. Hat's mir im Schlafzimmer dort zusammengehauen. So, jetzt ist es. Scheiße. Oh, Palmen aus Plastik! Ui, so. Erst wieder alles sauber, Leute. Bist du deppert? Wer schallert denn raus? Nein, zu 7er. Wie? Sie schallert 107 Euro raus? Auf einen guten Stream und wünsche euch 3 schöne, gruselige Momente. Ja, bist du deppert? Aber wisst ihr was, dadurch, dass ich jetzt sowieso Dad bin, halber, sieht mich Andel jetzt? Der Herr Eisel bist du. Kann er mich sehen? Hä? Kann mich Andel sehen? Bist dein Fui Heisel. Warum kann mich Andel sehen? What the fuck, seit wann ist denn das so? Hä? Seit wann kann mich kurz sehen? Wann ist denn das so? Hä? Hä? Warum verarscht er mich? Warum kann mich andere sehen, wo ich bin? Selbst wenn er einen Stream mit anhat, aber eigentlich kann er das ja gar nicht. Ist das neu? Ja, voll der Scheiß. Jetzt kann er mir die ganze Zeit auf den Sack gehen, guck mal. Oh, warte, ich muss mal mitgehen. Ey, Wisi, weißt du was? Darauf hauen wir erstmal einen Hype raus, einen neuen, oder? Sollen wir mal einen neuen Hype da lassen? Jetzt mal in den Chat, Leute, hauen wir mal einen neuen Hype raus. Schaller mal raus. Lasst jetzt alle ein Like da. Schalabadun, Hype in den Chat. 1, 2, 3, Hype.
Geh mal full Gas. Da Ampel. Ist das geil. Wie das aussieht. Das war bis jetzt der geilste Hype ever, Alter. Ah, wie geil. What the fuck? Ja. Seid halt Idiot. Ja, seid halt Idiot. Ist aber geil. Ja, das ist schon mal like wert hier an dieser Stelle. Guck mal, es hat gar nicht mehr auf da hinten. Was ist denn da los? Alter, wo fahren wir da hin? Auf jeden Fall auf Bisis Nacken, Alter. 1 zu 7. Ehre geht raus, Liebe geht raus. Kuss auf Kuss geht raus an den reichen Nacken. Genauso ist es. So. Dankeschön an Lava YouTube. Kannst du mich und meinen Freund Leon grüßen? Und bist der Beste, grüß mal Lava YouTube und Leon. Dann Crazy Car Girl. Heute ist ein kleiner. Was? Heute ist die kleine Emmy Babykatze bei mir eingezogen. Schau nebenbei deinen Stream. Post mal auf Insta, falls du hast. Dann kann ich mal gucken. Ich liebe Babykatzen. Ach, das ist so süß. Ich weiß ja noch, wie wir unser Baby damals bekommen haben, unsere kleine Babykatze. Oh, das war so süß. Ich meine, die eine, die war leider. Die haben wir leider nicht so ein ganzes Baby gehabt, sondern als junge Katze. Die war nie so richtig klein. Die Miss Flusch, aber ein Darwin, der war richtig klein. Der war so ein kleiner Flausch. Ein kleines Flauschknäuelchen war das. So süß. So, ich geh mal mit raus, mal schauen, ob die schon fertig sind. Zimino, dein Router spielt Fortnite. Darum war das Internet weg. Auf einem guten Stream, Bruder. Wenn mein Router Fortnite spielen würde, dann wäre er schon seit Monaten im Müll. Ja, da kannst du mir auf 100er Prezi glauben. Wenn mein Sohn mal Fortnite spielen sollte, direkt Hausverbot, ne? Hausverbot, ja. Mit Hausverbot meine ich, draußen aussetzen, nicht mehr reinlassen. Auch wenn es kalt draußen ist, ne? Wisst ihr Bescheid, ja? Papa Xyr ist da ganz anderer Meinung. Scheiße, was hat's jetzt gesagt? Hä? Jetzt habe ich gar nicht abschließen können, weil die jetzt... Hat die jetzt ein Ding gedrückt? Hä? Hat die gerade ein Ding gedrückt? Schande. Ja. Schande, ich habe nichts eingetragen. Was hast du gemacht? Wenn ihr nicht bei mir seid, kann ich euch nicht sagen, wer es ist. Ich habe durchgefunkt. Ich habe es durchgefunkt. Ich habe sogar durchgefunkt mehrmals. Ja. Aber du weißt, was los ist. Du hörst keinen, Alter, du Trottel. Nämlich, ich war die ganze Zeit hin, Alter, und ich rede mit dir. Du hast nichts gehört. Du hast die Schande nicht gehört. Du hast niemanden gehört. Achso, du hast mit mir geredet, weil du auch down warst. Du warst tot? Ja, ich war tot. Achso, ja, ich hab's nicht gecheckt. Ich wollte dann nämlich die Geschichte erzählen, wie ich verreckt bin und du so, ja, und dann, oh mein Gott, und du redst einfach weiter und ich so, hey Hurdl, hörst du mich? Ja, und jetzt machen wir mal hier einen Hype rein. Nee, ja. Weißt du, was du mich ist? Weißt du, was sie ist? Standard. Du wirst jetzt lachen, aber ich hab's nicht mitbekommen, weil ich Bildschirmputzen war in der Zwischenzeit. Das heißt, ich war kurz weg und deshalb hab ich nicht mitbekommen, dass du gestorben bist. Deshalb, ich war so verwundert, warum ich du mich sehen kannst. Dort, wo ich geheadbanged hab, hey, hab ich auch die ganze Zeit mit dir geredet und du so, schau, wie er headbangt, ich so, komm, die Schandl funkt zum 10. Mal durch und ey, du so, hat sie das jetzt abgeschlossen? Können wir bitte nochmal in das Haus reingehen? Ich will da nochmal. Nochmal das Haus? Okay, ich will die alte, bin in den Raum reingrennt, wo sie gespawnt ist, die alte Hure. So, ja, okay. Weißt du, ich denke mir so, warum kannst du mich sehen? Ich habe das nicht mitgekriegt, dass du abgereckt bist in der Zwischenzeit. Das war ja das Lustige, ich hab's nicht gecheckt. Ich bin kurz nach dir gegangen. Ja, geil. Nachdem ich die ausgelacht habe, habe ich gleich selber gehen müssen. Danke für nichts. Birne 91, Grüße. Ich hoffe mal, du hattest einen guten Tag. Ja, immer, Birne. Andreas Wagner haut einen Euro raus. Dankeschön. Liebe geht raus. Liebe und eine Zunft geht raus an dieser Stelle. Die Geister, aber Andl nimmt immer die schlechte Taschenlampe. Ich finde das so lustig, weil er denkt, dass die größte die beste ist. Ach so, scheiße, das ist ja wirklich die schlechte. Andl denkt immer, das größte ist gleich das beste. Andl, es kommt auf die Technik drauf an, ja? Nicht darum, ob es das größte ist. Naja, ich hab's bei mir halt wirklich aus dem echten Leben spiegelt wieder. Natürlich, ja. Der Andl, natürlich. Hast du Leuchtstäbchen? Andl, das Leuchtstäbel? Daniel Wilson. Okay, mal rein hier. Wie heißt der Daniel Wilson? Was denn, Birne 91, hast du mir du nicht vorgelesen. Doch, jetzt gerade. Ich brauche nur mal ein bisschen. Ich habe jetzt runtergescrollt, Birne 91. Aber Kuss geht auf die Nuss. Ja, was? Bezes auf die Birne. Wie heißt der Schlopfen überhaupt? Thomas Wilson, oder? Daniel hast du. Oder Daniel. Thomas oder Daniel Wilson? Gib uns ein Zeichen. Hallo, Daniel. Daniel, der Fullkoffer. Daniel? Okay, Daniel. Daniel. Gib uns, er ist da. Daniel. Der ist da. Was? Temperatur? Ja, ich habe ich sag, würde nur echt gerne gucken, ob sie. Wo ist denn der Stromschacht schon wieder? Temperatur messen, 4 Grad. Barbara, er ist da! Barbara? Halt.
Ich habe aber da nichts. Ich hab kein Ding zum Ausschlagen. Ja, weil er nur da, wenn das nur ausschlägt, wenn er gerade im Moment da ist. Aber er hat auf die Box geantwortet. Das heißt, er ist in die Temperaturen Raum. Müssen den Status eines Gefrierschranks erreichen. Das haben wir aber da nicht. Da ist eher gerade Kühlschrank. Ja, das Problem ist, dass wir den Ding anmachen müssen und schon wieder keiner. Ja, es ist halt wieder. Wieder alles alleine machen hier. Der Strom nicht in der Garage. Wir mit mir in den Keller gehen. Na, der ist jetzt nicht mehr. Ja, ich geh mit dir in den Keller. Komm mit, Alter, komm. Kommt, Alter. So, gehen wir Temperatur messen da unten. Ganz. Der Keller ist riesig, by the way. Ah, da hinten ist der Stromkastel. Andi, der Stromkasten. Was ist? Kaki Andi? Ja, müssen wir schon schauen, ob der Strom jetzt angeht. Kaki Andi? Ach so, man darf ja nicht zu viel Strom anmachen, stimmt, genau. Verscheucht das ein Geist oder was? Deshalb habe ich ja, nee, man soll nicht. Weil dann geht der Andi. Dann geht die Sicherung, das wusste ich teilweise nicht. Anna, bitte. Anna, gibst du jetzt mal eine Ruhe? Jetzt geh ich. Annabella? Och, scheiße, jetzt habe ich ihren Namen geleakt. Scheiße, das ist jetzt wirklich Annabella. Gell, Annabella? Jetzt geht das schon wieder Belle los. Belle Delphin? Ich wieder Annabelle, mein Chat. Ja, sie heißt eigentlich Belle. Belle Delphin heißt sie eigentlich. Ihr Scheißen, steckt da das Leitstäbel in Arsch? Du, sag mal, eine Frage. Wann gibt's eigentlich von dir? Wann gibt's von dir eigentlich das Badewasser abgefüllt? Oha, ja, alles OnlyFans. Mit Brotkrümel? Ja, bitte. Hast du, hast du eigentlich OnlyFans? Genau. Alle mal in mein Chat rein. Wer möchte gern Badewasser? Hast du OnlyFans? Anna, hast du eigentlich OnlyFans? Ich schwöre, ich würde OnlyFans. Oder ich würde so, oder ich würde 50 Euro hinlegen für die. Für die, warte, wie alt bist du? Oder los hier liegen, oder in 50er hier für die Anna. War das dein Ernst? Nein, das war kein Ernst. Ich weiß, wie alt du bist. Wie alt bin ich? 23. Gekauft, Alter. Falsch. Warum? Magic Max, danke für 10 Euro! Schöne Grüße an die Chefin und die beiden Meister. Meister? Was? Meister? Das war der gute Film für OnlyFans. Die Chefin und die zwei Meister. Schau, bis deppert, da bin ich schon dabei. What? Ja, das ist komplett anders. Das soll dein bester Freund sein. Ja. Schon da. Oh, sharing is caring, sagt man doch, oder? Oder wie sagt man? Jo, ich sehe so, oder? Find ich eh urgeil. Sharing is caring. Schau da, Alter. Na, urgeil, oder? Ein Boot war nicht angelegt. Ui, die ist da drin! Die ist da drin! Auf hier! Die ist Andel, geh da raus, die ist da drin gewesen! Oh je! Der war auf 4. Ich stinke! What? Ich bin so. Die Tür geht nicht auf. Ja, was ist denn da los? Ja, was ist denn da los? Anlo, geh mal da hin. Oh mein Gott! Hauptsache, kommt einer. Jo, was ist denn da los da drin? Also, wo geht man jetzt hin? Was ist denn da los? Steht keiner mehr da, warum? Bist du nah? Ist da drin alleine, was der Grummel nicht aussieht? Das funktioniert wirklich gut. So. Ja, es ist. Die Decken ist immer weiter runtergekommen und da. Ich glaube, das haben die Zuschauer bei mir einen epileptischen. Hundertprozentig. Problem ist, dass ich sehr viel Stress habe. So. Ich suche mir an, wo man da hin. Geisteraktivität ist. Ja. Ja, ich sehe ziemlich niedrig, ne? So, was haben wir jetzt? Lassen Sie einen Geist revolvern, stellen Sie die Anwesenheit. Habt ihr schon irgendwas feststellen können, Nage? Die Friertemperaturen? Na. Gar nix? Weg. Nage, weg! Oh, das schreit nicht so. So ist gut. Schlechte! Ja, ist ja alles super. Ah. Ich geh mal als alte Oma rein. Vielleicht klappt das ja irgendwie in irgendeiner Zunft. Schauen wir mal, das ja. Gib mir ein Orb. Andel, komm mit, wir gehen. Hoffentlich vernascht die Dreher. Na, ich bin jetzt die Oma Uli, geh da jetzt ein und geh jetzt einen schönen Kuchen backen für die Alte. Also ist ja Daniel, ist ja da drin, ist ja ein Herr. Guten Tag, ich bin's die Uli. Ich bin 52, schau aber ein bisschen älter aus, hör mir ein bisschen älter an. Warum geht jetzt keiner mit rein?
Scusi, warum kommt jetzt keiner mit rein mit mir? Ja, schon mit reinkommen, ich bleib hier nicht allein. Bitte, kommen Sie mit. Du schau mal her, schau mal her. Ja, danke. So, meine Damen, ich bin jetzt hier. Meine Damen und Sperren. Das ist aber ein Daniel, oder? Ach stimmt, ich bin ja die Katrin. Ja, ich bin's wieder, eure Katrin. Ich werde jetzt was für Sie kochen. Ein Milchbuch. Eine Pizza-Auflauf oder ein Gin. Wer hat denn das EMF-Gerät? Ey, du. Gib uns ein Zeichen. Aber was kann ich da machen? Ich leg's mal hier hin, ja? Zeig dich. Weil irgend... Oh. Du hässlich. Andel, du musst wegschauen. Das Ding ist ekelhaft. Ist ja richtig ekelerregend. Oh, ist das... Ist ja voll geil. Der war voll lang da. Ach so, ich hab gedacht, das bist du, Kurt, Alter. Gib uns ein Zeichen. Ich geh dann mal. Behind me ist keiner, du Arsch. War ja fast kein Unterschied. Ja, bist du, Debit! Cheaty Toxic! 199 wieder außen! Bist du, Debit? So, der Andel kommt da nicht raus. Ja, was ist denn da los? Was ist denn da los, Andel? Schade. Alter, Cheaty Toxic, hi, was geht, Bro, Bruder? Mir ist gerade aufgefallen, dass ich die Tür in die falsche Richtung aufmachen probiert habe. Deswegen bin ich nicht rausgekommen. Du bist ein Vollkoffer, das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Die Tür geht ja nach außen auf, Alter, und ich wollte es die ganze Zeit nach innen auf. Du, Andel, ich habe da gerade ein Foto von dir, habe ich gerade gesehen. Andel, schau mal her. Hallo, Andel, du musst mal herschauen. Ja, warte, schau ein bisschen näher, warte. Andel, du musst schon näher schauen. Wie näher? Ja, jetzt ist der Film leer. Gut gemacht. Ganz toll. Yeah. Super. Also ich kann aber hier den... Was haben wir eigentlich schon mal verbraucht in dem Spiel? So, warte, an dieser Stelle, Cheaty Toxic, ohne Scheiß, was geht, Bro, alles, was Bein hat, das weißt du eh. Ich hab gedacht, du haust nicht mehr so viel raus, weißt du? Ich hab gedacht, so langsam reicht's hier irgendwie. Der haut in dem Stream so viel raus, das ist unnormal. Cheaty Toxic, ich küsse deinen reichen Nacken, wie auch immer, in irgendeiner Form, lassen wir mal alle Herzl da. Studio V-Lampen. Jo, die Hobby. Hau mal raus hier! Zuerst kein Herzregen! Bist du deppert? Was ist los? Ey, Cheaty Toxic, Schandl ist jetzt gerade live. Sie streamt gerade. Schandl, streamst du gerade? Ja. Ja, Schandl streamt gerade. Also sie ist jetzt gerade online. Schau, nix, alles gut. Alter, Cheaty Toxic, wirklich, ich küsse deinen... Ich weiß nicht was, ich komme immer drauf klar. Komm rein. Warum haust du so viel raus, Bruder? Warum? Ist es dir das wirklich wert, einem kleinen Shiba Inu so viel Geld in Rachen zu stecken? Es ist unglaublich. Ja, Leute, morgen M3 kaufen, auf alle Fälle, auf Cheaty Toxic seinen Nacken. Was soll denn das? Du warst ihn eben. Raus aus meinem Grundstück. Alter, was soll denn das? Verpiss dich vom Grundstück. Übernehmen, ja. Du warst ihn eben. Oi, da hat was geflackelt. Da hat was geflackelt gerade. Ekelhaft. Da ist aber nix. Nur, ich muss sagen, da sind keine Abdrücke. Oh, warte, das Ding geht an. Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Ich hab das Gefühl, dass mir das Ding gleich auflöst. Oi, oi, oi. Du Arsch. Ihr seid solche Ohrschlöcher. Warum immer ich so in die Scheiße? Es ist so uncool, Alter. Die machen das aber wieder wie die Scheißtür vor die Fresse zu Haus. Du blödes Stück Scheiße, Alter. Du blödes Stück Scheiße. Ey, guck dir das an. Es, immer bin's ich, Alter. Immer. Das ist ja großartig. Ja, ist ja großartig. Wow. Warte mal. Das sind doch die Leichen. Es ist so unfair. Es ist einfach so unfair. Weißt du, ich mach hier die ganze Arbeit. Umsonst. Ja, wo ist denn Dokrück, was hier? Ja, komm. So gleich ins Mikrofon reinschreien, dass er für 5 Jahren nicht mehr aufstehen kann. So, was gibt's denn hier? So dumme Rüssel, was ist denn da gerade passiert? Ach komm, das ist ja wirklich... Das ist ein Arschloch, das ist unglaublich. Alter. William After Place, vielen Dank, Alter. 21,99, spuppelt er auch raus. Hi Xion, wie geht's dir? Warum fragt ihr immer, wie es mir geht, Leute? frag doch zum Beispiel, wie es mal meine Katzen geht. Oder der Schandl. Aber ihr fragt immer, wie es mir geht. Aber danke schön, mir geht's super. Ich hoffe, dir auch, William. Ja, William Afton Place. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, Bruder. Vielen herzlichen Hals zusammen. Viel Spaß beim Gruseln von SFL
Chizzy, 3. Dankeschön für 2 Euro, Bruder. Bist du Deppertor 333 groß? Ich beweise da, warte mal. Ich hau das an in die Fresse. Da. Ruiz. Was haben wir für Beweise? Gar keine, gell? Na, das ist jetzt doch gar nichts. Dann Hurdel an. Geisterbox. Warte mal, Geisterbox. Hurdi der Hase. Wie macht man das Ding an? Da herum schon. Ey Leute, wie macht man den Scheiße, weiß ich mal, wie man das aufmacht. Wie macht man das Menü auf, dass man eintragen kann? Erik geht raus an Chizzy Boxy. Danke, hier. Danke. K wie Kacke, Geisterbox, also Geisterbox. Ich weiß nicht, wie ich reagieren soll, ich fühle mich dann immer so doof. Also bis jetzt haben wir Geisterbox. Also der haut irgendwie nicht raus. Benden, ich fühle mich dann immer... Wie du drauf reagieren sollst. Wir haben nur Geisterbox. Ehrlich. Nur Geisterbox, das ist schlecht. Oh, gebt euch mal den Booty bitte, wie der rausschimmelt. Und vor allem da ist so ein kleines Löchellein drin, das sieht man aber nur, wenn man genau... Wollen wir haben oder müssen wir das jetzt nur fertig machen? Da hat sich auch eingestimmt, so halt. Schon ganz nass unten. Wir müssen es fertig machen. Wir sind ja keine Pussys. Stimmt. Hoffentlich geht Andel drauf. Ich hoffe es so sehr. Neu. Ich hoffe so sehr, dass jetzt Andel drauf geht. Schauen wir uns jetzt rein. So. Mal, das Salz liegt eh noch am Boden. Crazy Gargoyle hat ein Bild mir post und dich markiert. Warte, ich schau's mir gleich mal an. Ich schau jetzt mal. Nein, das passt. Ich schau mal. Crazy Gargoyle hat mich markiert auf der Gmietzen. Ich schau mal rein auf Insta. Oh mein Gott. Aber da gibt es jetzt gerade 2 Katzeln. Was kennt man noch mitnehmen? Nice, oder kommt nicht von der, die... Achso, okay, das sind 2 Katzen. Jetzt da bist du höchstwahrscheinlich Cherry, oder? Aus Bayern, Babykatze. Oh, ist die voll süß. Oh, Cinnamon Cat. So richtig zimtig. Voll cute. Aber ich hatte noch wer markiert, an einer schwarzen Katze hier. Schau mal, aber da hat doch kein... Weißt du, der erste Beitrag, der erste Post, aber komm, ich like's trotzdem, scheiß drauf. Oh, voll süß. Richtig cute. So. Oh, da hat wer was gepostet. Xyons Fanseite. Xyon lacht über Andel. Das war doch gerade im Stream vor ein paar Minuten. Vor 14 Minuten gepostet. Wie geil. Ey, die Leute sind einfach so geil, weil ich streame. Und die Leute posten schon Stuff rein. Das ist ja wirklich heftig, wie schnell das geht. Aber echt voll süße Miezen. So richtig eine Cinnamon Cat. So, also Zimtkatze. Ich finde das immer so süß. Das ist so eine Cinnamon Roll. Ich glaube, ich würde meine Katze, wenn die so aussieht, ne? So ein bisschen rot und weiß, würde ich sie, glaube ich, Cinnamon nennen. Oder Cinnamon Roll. Oder Cinnamon? Cinnamon, voll der süße Name. So, Florian B., danke für 1,07 Euro. Dann, William Afton Place nochmal. Ja, ist richtig ausgesprungen. Oh, Gott sei Dank, Bruder. Bin froh drüber. Oh, schau mal, wer da geht schon. Alter, bitte, ich hoffe, Andel geht. Ich hoffe so sehr, dass Andel drauf geht. Jo, Andel. Andel, gehen wir jetzt gleich drauf. Scheiße, sie sind oben, ne? Boah, wie hätte ich das gefeiert, wenn Andel drauf gegangen wäre. Oh, echt voll die süße Katze. Oder ist Andel drauf gegangen? Nee. Da bin ich drauf gegangen. Hier, das ist meine Lampe. Die ist hier. Aber Andel? Wo ist denn Andel? Wo versteckt man sich denn? Ist doch geordnet. Jetzt ohne Scheiß, so verstecken die sich, die 2 Haarspulanten. Das Ding ist so ekelhaft. Ich muss sagen, seitdem ich Resident Evil gezockt habe, finde ich das Game gar nicht mehr so. was ist denn da los? Andel, was ist denn da los? Lebst du? Andel versteckt sich auf dem Klo, schau wie süß. Ja. Ist er weg? Nein, der ist noch da. Wie geht's deinen Katzen? Dankeschön, SFL. So, jetzt reicht es. Deppert, aber. Super geht's hin. Leg ich. Alter, ich hab grad in die Badewanne geschissen. Ja, genau, das wollte ich jetzt sagen. Gib uns ein Zeichen. Welches Auto hast du? Bei den Spenden safe ein C63 AMG. Nee, leider kein AMG, Bruder. Nee, Gott sei Dank kein AMG. Ist immer froh drüber. Ist ja irgendwie Mainstream geworden, AMG zu fahren als YouTuber, oder? Also, sind wir mal ehrlich. Jeder YouTuber fährt ein AMG. Sind wir uns mal ehrlich, oder? Wie sie sagen, für den netten Sticker, auch Liebe geht raus, der ist so süß. Ja, sind wir mal ehrlich, jeder YouTuber fährt AMG. Liegt aber am VIP-Leasing, kann ich euch jetzt sagen. Oder sagen wir so, die meisten haben VIP-Leasing. Ich glaube, Mont hat ja keins mehr. Ein paar Leute wurden ja rausgekickt vom VIP-Leasing, wenn sie schlecht in den Medien stehen oder so. Irgendwas, bist du rausgekickt. Aber ich würde mir auch never einen Mercedes holen, weil ich einfach kein Mercedes-Fan bin. Ich weiß nicht, ich fühle das Auto nicht. Ich fühle es nicht. Ist zwar luxuriös und so, ist schon cool. Aber ich bin eher so der sportliche Fahrer. Ich mag es eher, wenn es sportlich ist und weniger luxuriös. Brauche ich nicht so. Hauptsache, geiles Fahrwerk, tief. Ne? Und deshalb BMW, Bruder. Ich fahre BMW.
Weil das Fahren von dem BMW ist halt immer sportlich. Egal, wo du drin sitzt, du hast einfach immer ein sportliches Fahrgefühl. Außer du fährst jetzt ein 1er oder so ein 2er BMW. Also diese 2er, ihr kennt ja diese 2er, die aussehen wie diese VW Touran, sind von der Form her, die sind schrecklich. Aber sonst, geil. So, Optimus Games wäre schon gegrüßt, hoffe ich. Liebe Grüße Leon und grüße mal an Leon raus. Und Lukas Loll haut noch raus. Vielen, vielen Damen. Vielen, vielen Reizdamen. Schau, ist jetzt auch Mitglied geworden. Liebe geht raus an dieser Stelle. Nice, geil. Muss ich da eh rein. Nein, bin ich auch geil geworden. Ich würde halt gerne wissen, was die aufgeschrieben haben. Das habe ich nichts gehört. Ich gehe den jetzt nicht den ganzen Tag nach. Jetzt brauchen wir noch einen Beweis von dem Lutscher. Ja, geil. Immer wenn Kurti stirbt im Spiel, schaue ich bei dir. Das ist unwahr. Okay, nein. Scheiße, Alter. Jo, Andel, wo ist denn da los? Jo, Andel, wo fahren wir denn da hin? Da drüben sind sie Geisti, komm her, da drüben ist der Andel. Da drüben ist der kleine Stinky. Daher komm, da drüben, hallo. Daniel, hier ist er. Hier rüber zum Andel. Nimm Andel mit. Ich würde das so feiern, wenn er den mitnehmen würde. Weil irgendwo hier steht er, ne? Hört ihr ihn? Ah, da geht er, guck mal. Hier rüber. Komm, na, nicht da rein. Ach, komm, nicht da rein, Prinzessin. Wie der nämlich steppelt. Hier steppt der Geist. Hier rüber muss er aber. Meine Fresse, wie der da nicht lang gehen will. Unglaublich. Richtig nervig. Bist du deppert, Alter. Wir haben das gerade überlegt. Wir haben uns an der Black. Ich habe ein Leasing bei Lambo, Kappa. Ich glaube, Monte hat den doch gekauft, oder? Hat Monte den geleased oder hat er sich gekauft, den Lambo? Aber heutzutage wird alles geleased irgendwie, ne? Ich lease zum Beispiel keine Autos. Ich bin ganz blöd. Ich habe auch mein Auto nicht auf die Firma oder sowas. Ich habe den privat gekauft. Weil ich mir so denke, ich könnte zwar Steuern sparen, in dem Fall, wenn ich das leasen würde und alles, ne? Und auf die Firma. Aber dann musst du die ganze Zeit Kilometer mitziehen, dies, das. Das ist halt nicht so meins. Da habe ich mir gedacht, komm, ich kaufe den mir privat und fertig ist. Weil viele immer sagen, man soll kein Auto kaufen. Ich bin jemand, ich kaufe ein Auto, weil dann kann ich dran machen, was ich möchte und es gehört mir. Man muss dann nicht immer sagen, ja, ich habe es geleast, es gehört mir eigentlich gar nicht. Ich will schon, dass mein Auto irgendwie mir gehört. Ist einfach so. So, du Tellertoast. Moin, wie war dein Tag? Kannst mich grüßen? Also mein Tag war wirklich relativ langweilig. Heute war wirklich, wie gesagt, so, ich habe ja gestern wieder für RLO ziemlich lang durchgemachtelt, aber ja, dann schlafst du ziemlich lange. Also ich habe heute richtig lange gepennt, so gesehen, weil ich die meiste Nacht einfach an RLO sitze und ja, war heute nichts. Also es ist auch noch Corona dazu, also man kann eh nichts richtig machen. Alter, ich hoffe so sehr, dass jetzt mal drauf geht hier drin, das ist doch gar nicht. Wie kann man so viel Lack haben? Der Bart, Alter. Zu da. Gehen wir, schleichen wir uns. Aber wir haben endlich alles. Ja, wenn ich will, darf ich wissen, was? Titi Toxic, dankeschön. Mir sagt ja keiner was. Ich muss gehen, bei Tschüssi, dankeschön. Ja, sag mir doch, was du eingetragen hast. Das ist heute scheiße. Ein Onierli. Geisterbuch. Ist ein Onierli. Ach, scheiße, ich krieg's nicht auf. Geisterbuch und EMF. Okay, warte mal, ich krieg das Ding hin. Was, EMS? EMF. Geisterbuch. Danke, Toxic, danke. Kuss. Ne? Ach, endlich, okay. Dankeschön. Nutella-Toast, danke für 2 Euro. Warum ist Andel nicht mehr live? Ja, Andel hat seit letzter Woche einen extremen Reizdarm und aufgrund extremer Durchfälle kann er nicht mehr streamen. Hat er auch so bei sich auf YouTube reingeschrieben, dass er durch seine extremen Ausbrüche von Durchfall nicht mehr streamen kann. Also an dieser Stelle erstmal hoffentlich geht's Andel bald besser mit seinem Reizdarm. Ich hoffe, versteht die Ironie. Hast gesehen, wie das Profis machen? Ja, dann haben wir Profis. Profis, ihr habt immer Lack gehabt, weil der Geist nie in eure Richtung gegangen ist. Stimmt nicht, du musst. Hauptsache er die in dem Raum umbracht, du Heißel. Du stinkst einfach. Ja. So. Jetzt weißt du, wie ich sag. Ein bisschen Deo wird mit ins Gesicht. Das neue Deo WD-40. Schau, damit es einmal ein bisschen umirrt. Ein bisschen Do.
Chan, wie schaut's aus? Jetzt gib mir ein anderes Heißel, aber ich will eine größere Heißel. Ja, ein anderes Heißel. Ich will doppelstöckige, bitte! Scheiß-Heißel? Ich mag ins doppelstöckige, bitte! Bitte ins doppelstöckige! Bist du deppert? Ich bin bei dir, sag liebe Grüße an Zockerbot und Lili. Alter, Liebe geht raus. Cheaty Toxic Bomber, ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll, ey. Ey. Er schallert einfach zu viel raus. Ich würde sagen, Leica auf seinen Nacken. Hau mal Leica raus. Und ich soll liebe Grüße ausrichten von Cheaty Toxic an Schandl und Andl. Dankeschön. Ehrenhaft. Liebe Grüße zurück. Ich weiß nicht, der ist abnormal, der Dude. Ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht, warum er das macht, aber ihm gefällt es anscheinend. Ich bin noch bereit. Der hat bei mir auch so viel rausballert. Du streamst ja da mal. Andl, weißt du was? Kriegst du erstmal deine Nackenhaare auf null, ja? Dann schauen wir weiter. Schau mal, dass deine erst einmal wachsen. Ja, aber das ist ja wirklich so, ist das da hinten, die Nackenhaare. Milchbubi, Kurt. Schandl, schau mal. Schau. Kurti, die Milchschnitte. Milch-Bubi. Schau, der Kurti ist ein Kinderpinguin. Ich habe schon zwei Milchschnitten gegessen. Hey. Stell dir einen Hurdel vor auf der Kinderpinguin-Packung. Schau, der Kinderpinguin. Ich will mal seine Milchschnitte. Als kleiner Pinguin. Kurti, der Pinguin. Schau, warte mal. So, jetzt habe ich mal keine Milchschnitte geholt. Gut, ich mich jetzt nicht. Wunderschön ist das. So. Du, oder wie wär's statt Kinder Country Kinder Kurti? Auch was. Kinder. Warte. Aber du kehrst auf der Blick meines Hundes hat gerade alles gesagt. Stimmt, ja. Ich gehör da nicht nur hin, so. Ich war da schon drauf. Steven Taylor. Was sind wir denn gerade? Steven Taylor. Oh, geil, Milchschnitte. Steven Taylor. Krieg ich ein bisschen. Das ist gar nichts. Hast du alle weggessen? Nein. Na. Du alle weggessen? Nein. Du kurz gehört dieses Fahrzeug innen. Na. Oh. Na. Na. Hey, Andl. Nein. Das ist das Haus, wo die Badetür oben ist, wo ich nicht aufgekriegt habe. Ja. Weiß ich schon wieder. Also, man verschluckt auch noch. Ein kleiner Snack für zwischendurch. Kann man sich da in den Kühlschrank reinsetzen? Ah, ich habe einen Abdruck. Ich habe einen Abdruck gefunden. Ich mache Foto. Ah ja, da. Ja. Auf der Tür war einer. Open. Hallo, auf der Tür da. Ich will ein Foto machen. Jetzt habe ich dein Gesicht gefunden. Aber ich geh so am Arsch. Nein. Hast du nämlich so zwei Augen, so einfach nur die sagt man Augäpfel einfach nur drinnen, weißt du? Haben wir schon mal einen Beweis, Fingerabdruck? Ja. Ja? Gib uns ein Zeichen. So, du Arschloch, jetzt sag einmal, wo du bist. Ich mach dich Rollstuhl, komm her, Alter. Bist witzig oder was? Ja, sehr. Ich wollte denn da drin gerade Rollstuhl machen, Alter. Okay. Wo bist du? Schaut, Andl, das Leuchtstäbchen. Hat das Haus einen Keller? Andl, das ist Leuchtstäbchen. Muss aber so. Okay, Uli, das ist aber. Wir hatten das angemacht und dann da hingelegt, sag mal. Also, ich hab mich verschluckt an einer scheiß Milchschnitte, Alter. Ich muss was trinken. Scheiße, ich hab noch ein bisschen Red Bull da. Milchschnitte und Red Bull im Stream, besser geht's nicht. Dann verschlucken, Alter. Was soll der Scheiß? Warum wär ich schon wieder gemobbt? Ich hab gar nichts gemacht. Außer, dass ich mich verschluckt habe, Alter. Das geht gerade richtig auf den Sack. So, Geisterbuch nehme ich mit. Das Ding nehme ich auch mit. So. Ja, der ist da unten. Alter Bruder, ich weiß, wo du ist der? Wohnst. Komm her, Alter. Gib mir ein Zeichen. Wo ist der? Hallo, wo ist der? Ist er da drin? Bist du taub? Hörst du den Funk nicht? Ist er da drin?
Hallo, ist er also da drin? Also in der Beziehung weiß ich, wer die Hosen anhat. Na, ist er da drin? Halt die Pappen, Alter. Ich ist er da drin? Drin ja, wo ist er? Ich hab jetzt eine Kamera dabei. Stell ich halt mal daher. So, ist er jetzt da drin oder nicht? Was ist deine Meinung? C-Max. Wer ist C-Max? Ja, das fragen mich auch immer. So. Dann wäre ich hier einfach so, vielleicht gehe ich dann Geister auch zusammen, keine Ahnung. Ist mir jetzt eh wurscht. Kai, danke schön für 10 Euro. Wie geht's gut? Danke, wie geht's dir? Dankeschön. Gib uns okay. Ein Zeichen. Hör auf. Ich handel das Leuchtstäbchen. Mach hier Geisterarbeit im Gegensatz zu dir. Ja, ich habe gerade eine Kamera aufgestellt, dass ich gucken kann, wie Geisterorbs. Aber warte, wir können mal. Unter Corona bedingt Fieber messen mit Thermometer. Ich habe mal Fingerabdrücke haben wir gefunden. Das ist schon mal sehr toll. Das ist super sogar. Und schauen wir mal, ob wir Geisterorbs finden. Geisterorb. Wir sind alle stark unterkühlt. Warte mal. Ich muss gerade checken, wie heiß du bist, Chandra. Geisterorbs! Ich habe Geisterorbs gefunden. Du hast Geisterorbs. Ja, da, mit der Kamera. Da ist einer. Ciao. Mir sage ich, mach keine Geisterarbeit, weißt du? Das ist wieder so typisch. Was ist ein Geisterorb? Mag jemand die Räucherstäbchen machen? Das Tampon und die. Warte, was fehlt noch? Was fehlt noch? Das Buch kann ich noch hin tun. Eins vor Orbi. Er ist so ein Arsch zu mir. Eins vor Orbital-Satelliten. Das ist ein echt auch. Ich bin in Real Life bin ich ein richtiges Arschloch. Ist er auch so schier. Ich mach niemanden die Tür auf. Mach die immer nur zu für die Leute. So, mach nie die Tür auf, lass keinen rein. Wo bist rein. Du? Darf ich mach nie die Tür machen? Auf, sei nie daheim. Ja, magst du rausgehen? Lass die Tür auf, dann ist's zu spät. Hör auf. Wo bist du? Mach nie die Tür auf, lass keinen Kannst rein. Kannst du bitte aufhören zu singen, das ist unglaublich mehr potent. Mach nie die Tür auf, sei nie daheim. Geisterbox? Oh, sind wir fertig. Zeig dich, Das ist jetzt aber eine ganz andere Ebene da, gell? So, erreichen Sie einen durchschnittlichen Geisteszustand bei 100... Das machen wir auch noch, oder? Ja, ich mag eh noch ein Foto machen von dir. Räucherstäbchen. Wer hat ein Räucherstäbchen? Das? Ich nehme die Räucherstäbchen, ja? Tun wir noch aus. Ich hab vorher gesagt, du sollst das machen. Ja, jetzt nehme ich es mit. Ich hab die Räucherstäbchen. Da drin in dem Heisel, da riecht es ja sehr streng. Da müssen wir mal ausräuchern. Das ist, weil der andere da die ganze Zeit hingeschissen hat. Wieder ganz nass am Popo, schau. Schön, ganz nass. Ich scheiß grundsätzlich immer nur in die Bordwand. Tim Taylor? Was? Warum? So, wir müssen ja nur da, Tim müssen Taylor, wir... Hörst du auf damit? Hey. Ja, geh rein, Alter, du musst drinnen machen. Ja, warte. Geh rein, du musst es da drinnen machen. Komm, geh rein. Schau. Scheiße. Zeig dich. Ah, nix behind. Zeig dich! We are the champions, my Steven friend! Taylor. Zeig dich! And we will Steven be Taylor. Under for the end! Ich schau, das ist mein Leuchtstäbchen! We are the champions! Das bringt Glück, mein Leuchtstäbchen, oder? Hallo! Wieso machst du mit Kindern? Entschuldigung, was machen Sie da? Tür auf und zu machen. Ich schaue, ob ich das jetzt abgearbeitet habe oder nicht. Das schaut so aus, wie wenn du irgendwie deinen Kopf gegen die Tür klopfst. Tatsächlich habe ich, okay. Wir müssen den Geisteszustand von 25, wir müssen da nochmal rein, Andl. Wir müssen da nochmal rein. Ich nehme mein Habitat mit. Wie viel haben wir? Die Schandl ist die niedrigste. Sacre bleu! Wir müssen alle. Komm mal mit rein, bitte. Gerti, wir kommen jetzt. Ich bin's wieder, eure Katrin. Du blöde Kuh. Ich komme, um zu kacken. Wir brauchen... Steven Taylor. Wir brauchen... Steven Taylor. 25% Geisteszustand. Steven Taylor. Steven Taylor. Steven Taylor. Steven Taylor. Steven Taylor. Steven Taylor. Steven Taylor.
Steven Taylor. Wo bist du? Auf Zeig Deutsch dich. Steven Schwanzer. Steven Tyler? nee. Steven Schwanzer. Zeig dich. Zeig dich. Andere Vorwand halt noch hin. Away, jetzt ist er mad. Zeig dich. Ich hab ne Merkel-Kruzifix dabei und damit werde ich in den Tod. Werde ich runterscheifeln in die Hölle. Steven Taylor. Spendierst mal. Steven Taylor. Noch einmal. Und dann fährst du runter mit meinem Kart, fährst dann runter in die Hölle. Gerne Karotten. Steven? Hast du für mir Paprika? Danke. Was laberst du für Scheiß? Ich soll Andl von Marfu grüßen. Mafu? Heißt liebe Grüße, Mafu. Kuss. Hat er 666 drauf? Ja, den kenne ich. Ja. Ist so? Mafu, Kuss. Zeig dich. Jawohl. Zeig dich. Scheiße. Der hat gerade die Tür zugemacht. Wo fahren wir da jetzt hin? Lustig. I believe I can fly alone or with friends. You are forever young. Ich hab mich da so. Bis das anhört im Nebenzimmer. Das fängt schon wieder an. Daniel! Na, nicht! Was soll die Scheiße? Tja. Yeah. Wie heißt der mit Nachnamen? Hallo? Steven Taylor! Ey, lass mich raus, bitte! Lass mich raus! Ah! Die Tür kaputt gemacht. Wie das da drin anfühlt. Wo ist denn der Andl überhaupt? Ist er tot? Ist der Andl jetzt tot oder wie kann ich mir das vorstellen? Ich sag mir, Andl, was ist denn da gerade passiert da drin? Haben wir es geschafft? Ja, wir haben es geschafft. Jawohl. 100er Prezi. Schau, ist schon wieder ganz nass am Popo. Schon wieder ganz nass in der Spalte. Was ist denn da drin? Alter, ich schwitze gerade in der Ritze, weißt du wie? An die Schwitzeritz? Die Schwitzeritz. Alle mal Hashtag an die Schwitzeritz. Rede auch gerne Schwitzerditsch. Schwitzerditsch? Ne, wir sind fertig, wir haben alles geschafft. Nein. Jungs, Mädels, das gibt jetzt ein. Habt ihr alles eine Liebe. Oh, Pizza 36,15 Dank für einen Euro, Bruder. Jetzt habe ich Bock auf Pizza. Eine Frage. Schandl, bestellen wir heute eine Pizza? Alter, bestellst du mir eine mit? Ja. Du weißt eh wo, gell? Du weißt eh wo geil ist, gell? So. Erstmal blamiert, man kennt's. $200 bekommen, so muss das. Was? Ihr bestellt's so. Halt noch? Warte, ich schwör zu dir halt noch. Ich bestelle halt nichts mehr. Okay. Ja, Andl, schau, du kannst scheißen gehen, hast du gehört? Na, wir beide können scheißen gehen. Ich weiß, ja. Wir können beide scheißen gehen. Wir sind beide sehr gut im Scheißen. Oh ja. Wer scheißen hat eine Sportart, wer ist Olympiasieger Nummer Uno? Seid wirklich so. Warte, ich bin noch nicht bereit. Die scheiß Olympics, Andl. Scheiß Olympics. Oder die Kack-Olympics. So, sind wir fertig? Kurdel ist heute besonders lustig, habe ich gehört. Ich bin auch schon auf bereit, ne? Wir müssen nur noch warten. Andl Schwitzeritz. Welche Sachen wir mal kommen in solchen Spielen, ist unglaublich. So. Objektiv 1, 2, 3 oder 4. Warum ist Schandl immer die letzte? Ah, da ist er. Oh nein, ist das das. Ist das Prison, geil. Entdecken Sie, um welche Art von Geist es sich handelt. Erreichen Sie einen durchschnittlichen Geisteszustandswert von unter 25%. Sebastian, halt bitte einfach die Gold. Reinigen Sie Linda den Brown. Bereich in der Nähe des Geistes mit Räucherstäbchen. Stellen Sie was die Anwesenheit eines Geistes. Linda! Ja?
Kannst du mal das Linda sagen? Linda? Wie du sonst immer sagst? Ja. Katrin meinst du doch, oder? Linda. Na, Linda. Linda! Was? Also, na, ich dieses Linda. Linda. Na, das heißt aber anders. Es ging doch anders, oder? Nee, du hast das Linda. Na, das wir spielen heute Slender. Du weißt schon, wo wir sind, gell? Chandel, das war Slender. Thermometer. Chandel, hast du gehört? Ja, aber es passt zusammen. Alter, ihr wollt jetzt Prison machen? Ja, Andel, der Prison Worker. Natürlich machen wir heute Prison. Alter, da verjähe ich mich. Ich nehme das Leuchtstäbchen mit. Das muss, na, ich wollte das EMP nehmen. Ich nehme das EMF. EMP. Temperaturmesser. Ihr seid alle so dumm, ohne Witz. Ich nehme EMF mit, ja. So, ich nehme Andel, das Leuchtstäbchen. Guck, wo das Stromding ist. So, rein geht's in die Olga, oder? Leute, was sagt der Chat zum Prison? Freut ihr euch drauf oder eher nicht? Oder mögt ihr eher die kleinen Häuser? Ich bin eher so ein Fan von kleinen Häusern, aber irgendwie, seitdem ich nicht mehr Fortnite spiele, fühle ich mich jetzt wirklich super. Nee, seitdem ich Resident Evil gezockt habe, fühle ich mich hier wirklich relativ sicher. Ich hatte früher wirklich Angst vor diesem Spiel, aber seitdem ich im Resi gezockt habe, ist alles cool. Und Licht ist nicht mal aus, schau mal. Stromkasten ist an. Das freut mich natürlich sehr. Wieso gehst du vor? Weil ich eine Zunft erlernt habe. Der Strom ist an, by the way. Es ist ganz geil auf die Linda. Ist schon kochgeil wurden da hinten. Ganz warm da drin. Kann einer mit seinem. Wer hat dieses Fingerabdrückegerät dabei? Nicht. Ich habe ein Fiebermessgerät. Oder willst du mir sagen, dass das keiner mitgenommen hat? Wir brauchen das jetzt sofort nicht, der Herr. Sicher, das ist eine. Wir suchen jetzt den Raum. Den Raum, den muss der Raum. Schaut aus wie Wien. Oh, wo bist du? Prison schaut aus wie Wien. Da hat derjenige sogar recht, dass Wien auch so ein bisschen wie Prison aussieht. Ja. Wien ist anders. Wien. Naja, in manchen Bezirken schaut es so aus. Ja. Ich meine, in manchen Bezirken müssen wir schauen, dass wir es wieder schön hinbekommen, meine lieben Österreicherinnen und Österreicher. Wir können es uns von den Steuern einfach nicht leisten. So, schauen wir mal da rein. Was werden sich die Nachbarn dabei denken, dass wir hier einen kleinen Shorty im Raum haben oder so? Wir müssen in Zukunft auch dran denken, dass wir in jedem Bezirk auch eine Eisdiele haben. Wir brauchen eine Cafeteria in Favoriten. Warte mal. Müssen schauen, dass wir die Steuern auf alle Fälle senken, meine lieben Österreicherinnen und Österreicher. Und ein Candy Crush Verbot in Schulen aufheben. Es ist ganz wichtig. So, gehen wir da mal durch. Ich glaube, erster Tag auf RLO werde ich erstmal einen auf Shorty machen und die Leute begrüßen. Auf RLO 2.0. Halt echt so. Rack Room, Dankeschön. Hey, meine erste Spende und kauf dir Döner auf meinen Nacken. G steht für gönn. Love deine Streams. Ey, vielen Dank an Rack Room. Ich hatte meinen ganzen Döner bezahlt, Bruder. Liebe geht raus an dieser Stelle. Kuss. Server Ride, Fire Flame Wolf. Olga, mach's Lack auf. Die Olga oder was? Bin ich jetzt die Olga oder wie? Was soll das? Ah. Du bist der Strom, oder? Jo. Guten Abend! Ah. Ich hab den Strom gerade ausgeschalten. Ja, der war schon die ganze Zeit an. So. Wie heißt denn der Geist? Weißt du das wer? Lisa. Na, Linda Brown. Lisa. Linda. Nevermind. Ich verstehe dich nicht. Wie heißt der Geist? Linda Brown. Linda Teewurst. Ich hab die Linda bei Tinder gefunden, dich leider. Ich hab da bei mir selber gerade. Wo bist du? Leider, wo bist du? Eingangshalle? Okay, wir kommen. Ja, Eingang, ja. Adel, bitte wartest du auf deinen Shorty? Ja Leute, jetzt müssen wir rüber googeln. Also ich glaube, es hat den Ort gefunden, wo der Geist ist. Dann gehen wir doch mal hin. Oh, das geht aber ganz schnell auf. Hallo. Bitte. Bitte. Wir müssen drastisch die Steuern senken. Drastische Steuersenkung für Politiker und Politikerinnen. Ja. Sie haben mir vorgeworfen, eine gewisse Korruption.
Das kann den ganzen Tag so gehen. Zurückweisen. Wie alt bist du? Wo bist du? Wo bist du? Schau, hast du gehört? Ah, süß. Wo bist schau, du? Schau Anna. Schau Anna, wie süß. Zeig Annalena. Dich. Zeig dich. Annalena Spitzi. Da hat es 6 Grad. Zeig dich. Zeig dich. Und sie flackert mit dem Licht die ganze Zeit. Zeig, wo bist zeig du? Dich. Zeig dich. Zeig dich. Sie will zeigen. Gib uns ein ja Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Ich bin die Schandl und ich backe heute einen Kuchen. Ich fahr jetzt. Ich fahr jetzt. Schau, wie süß. Wollen wir nicht weiter reingehen? Hallo? Ja, ich muss Sachen holen. Wieso weiter reingehen? Dann leg mal ein Leuchtstäbchen da vor Andl hin. Du bist gerade auf sein eigenes Leuchtstäbchen getreten. Dann nehme ich mal dieses Gerät da mit. Gerät da Boca. Das nehme ich mit. Nimmt jemand die Kamera? Ich habe jetzt das Fingerabdrücke-Gerät dabei. Manuel Redka, Grüße aus Ostallgäu. Oh, dankeschön. Drückt an Manuel Redka, ey, der ist ja auch immer dabei. Ich bin der Anton aus Tirol. Meine dicken, fetten Wadeln sind bekannt bei meiner Madelma-Figur. A Wunder der Natur. Und auch so wild. Einen Eis gekühlt. Meine dicken, fetten Wadeln sind bekannt bei meiner Madelma-Figur. A Wunder der Statur. Anton aus Tirol. Jawohl. Kommt der überhaupt aus Tirol, der Anton? Ich weiß es Gott gar nicht. Schandl, das hat nichts zu bedeuten. Weißt du noch, der Anton aus Tirol hat ja beim Flotschi gewohnt, gell? Direkt daneben. Ist er lieb. Stimmt. Mhm. Mit seinem Kapperl. Mit seinem Kapperl. Die Hauben sauber aufgesetzt. Das ist ja Hauberl immer. So. Weiße Hauberl. Guten Tag. Guten Tag. Ich bin's wieder, die Koppel. Ich leg's der mal hin. Der Drin hat's aber auch. Na, da hat's 18 Grad. Ach, der Drin ist aber ganz schön warm. Oder da ist. Acht. Da ist richtig hot da drin. Na, 8 Grad. Andl, da drin ist sicher Hotbox gewesen, bevor wir hergekommen sind. Der Herr, sie müssen länger draufhalten. So. Trotz 4 Grad. Können wir mal, ob wir irgendwo Abdrücke finden. Ich schätze mal nicht. Ihr wollt den Namibu, den hab ich noch nicht. Würde es der Rainer sagen. Schreib ins Buch. Nee, hier ist nicht. Uiuiui. Ui, ui. Ui, die flaggelt. Die flaggelt mit ihrem Flaggellift. Schreib ey, ich hab was gehört! Schreib ins Buch! Da ist ein Footstep! Da ist ein Footstep! Ich verschwind mal. Gleich wieder da. Schreib ins Buch! Mach mal das Leuchtstäbchen mit. Schau, wie sich Andl verpisst, schau. Ja, ich wollte nur das Leuchtstäbchen mitnehmen. Ich bin nur für mich allein am Alter. Linda, zeig dich, Linda, zeig dich. Linda Brown. Ist witzig oder was? Ja, sicher, sehr lustig. Geh mal rein. Hallo, ich würde gern rein. Schreib ins Buch. Zeig dich. Ich schau, ob's Orb gibt. Ich schau, ob's Orb zeig gibt, dich. Deutsch. Erstmal setzen 6. Natascha? Heißt nicht Natascha. Ich schau, ob Orb gibt. Du bleibst da drin mit mir. Du verpiss dich jetzt nicht. Die Linda, oder die Huli Mäuder. Die Linda von Tinder. Die geile Huli. Geil. Die Linda von Tinder. Finde ich hier urgeil. Koch geil. Es ist so. Na. Putz mich, bin ich in, Handel, bin ich in ihre DMs geslidet? Bin ich in ihre DMs geslidet? Ist er dann auch? Na? Bin ich in die DMs reingeslidet? Ich bin da drin. So. Habt ihr gehört? Nein, ich hab gar nichts gehört. Finger Orbs, was? Ja, was gibt's jetzt? Finger Orbs? Ja, nein, es gibt Geister-Orbs. Ich hab gerade Finger gedacht. Finger-Orbs, okay. Finger-Orbs? Geister-Orbs gibt's, okay. Ja. Dann schauen wir mal, ob es noch was gibt. Nix? Na, gar nichts. Es schlägt nichts aus. Es tut gar nichts da. Kann sein, dass es so ein Geist ist, der alleine sein will. Steht es dabei, oder? Gib uns das gehe ich jetzt einmal nachforschen. Ich auch. Ich bin gleich wieder da. Schandl, bleib mal drin. Ja, bleib mal drin in der Zwischenzeit.
Linda Brown, Linda Brown, Linda Brown, Linda Brown, Linda, 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 Linda. Was ist denn los mit dir? Bleibst nicht drin? Nervig bist du. Nervig bin ich? Okay. Ich glaube ich aber auch. Buch, ja, okay. Wenn Andl in der Ritze schwitzt, ist das... ist das Andl Schwitzerritze. Was? Nix, der Chat. Alles gut. Was ist, wenn ich schwitze? alles gut. Wenn Andl in der Ritze schwitzt, ist das Andl Schwitzerritz. Schau. Ja, dieser Gesichtsausdruck sagt mehr als 1000 Worte. So. Aber irgendwie wieder Geist nicht gucken. Reinigen Sie den Bereich in der Nähe, ja, mit Räucherstinken. Das ist einmal wieder ganz andere Liga gerade gewesen. Mhm. Nein, ich sehe so. Gut, ich werde mal sonst. Warte, soll ich sonst so ein Ding mitnehmen? Oder was wollen die überhaupt noch von uns? Anhand eines Bewegungssensors. Ich nehme mal so einen Bewegungssensor mit. Das ist einfach so, just for fun. Der Sensor. Gemeinito. Ich bin gerade in dir drin gewesen. Das ist nicht schön. Nicht böse sein. Bitte nicht böse Zeig sein. Dich. Ich bin die Schandl und ich bin auch Idea. Dabei. Bitte nicht zu böse sein. Das ist ein weirder Flex. Hallo, ich bin's wieder, eure Katrin. Ich werde jetzt hier mal probieren, einen Sensor aufzustellen. Also, wenn Sie vielleicht jetzt dabei sein wollen. So, schon mal, ob das hier funktioniert. Oh, dann tun wir mal das. Weißt du, was ich glaube? Ey, der hat jetzt Geisterbuch geschrieben. Hab ich doch 10.000 Mal gesagt. Jetzt schleich dich in die Ecke und geh dich schämen. So laut hier. Eieiei, warum ist die so laut, wenn die so schreit? So, Geisterbuch, ja. Haben wir schon, ich sag gar nichts mehr. Wenn ich was finde, ich bin ruhig. Du, haben wir, du, da hat wer ins Geisterbuch geschrieben. Haben wir das schon? Schade, haben wir schon Geisterorbs? Ich hab keinen Bock mehr. Wie sieht's denn aus mit der Ebene, mit der Geisterebene? Haben wir die schon? Ich fahr jetzt. Was haben wir schon, das? Haben wir auch schon Orbs? Tja. Hallo. Schokoladen-Andi. Andi die Schokolade. Aber da ist auch kein Abdruck oder so. Gib uns ein Zeichen. Haben wir vielleicht eine Friertemperatur? Ja, EMF war auf 4. Nee, EMF war auf 4. Das heißt, ihr müsst jetzt in einen anderen Raum, aber bitte nicht raus, damit ich fahren kann. Okay. In einem anderen Raum. Gut, dann. Ich bin da drin. Ich gehe da in die Sauna. Ja, genau. Ich sehe wohl geil da drin. Zeig dich. Bist deppert. Ja. Gib mir ein Zeichen. Deiner Kaffeebecher. Da geh her. Gib mir ein Zeichen. Zeig dich. Linda. Wie heißt sie, Linda Brown? Linda Brown. Jetzt machst du einen Triggerfinger. Nö. Linda Brown. Oh, scheiße, die Dinge weg. Warte mal. Die ist bei euch. Hä, was? Die ist da drin? Linda Brown. Die geht da die ganze Zeit hin und her. Zeig dich. Ganz schnell weg hier, Bruder. Ganz schnell weg hier, Bruder. Digga. Will ja nur nicht abbrecken da drin. Ich schau mal schnell, wie unser Geisteszustand ist. Bin gleich wieder da. Digga, da war erstmal die Fliege, Bruder. Rainbow15665. Gib wieder deine Streams noch weiter. So, danke für den Zeni. Liebe geht raus. Und ja, Dankeschön. Für den ganzen Zeni. Erstmal Pizza bestellt auf deinen Nacken. Im ganzen Bereich mit Räucherstief, das können wir gleich schwer machen, aber irgendwie schaffen wir es nicht. The other kids with the pumped up kicks, you better run faster run, than my bullet. Hallo, wie sieht's denn aus, hat er schon was gefunden? Nee, ne? Andl, das ist aber der falsche Ort. Wir sind in Prison, es gibt ja noch die Schulmap, da musst du in die Schule rein. Oh. Dann funktioniert das nicht aus. Ja, das kannst du hier nicht machen. Das ist voll das fröhliche Lied. Dann die Handlung. Amerikanische Schulkind Starter Pack, erstmal die AK drin. Ui. Hast du was gefunden jetzt schon? Oder ein Foto von mir gemacht? Dann wird gerade ein Foto von mir gemacht.
gib uns ein Zeichen. Das Problem ist, die hat halt nirgendwo einen Abdruck oder so. Das macht mich endsmatt. Ich hätte. Ja, das Problem ist, ich muss fahren. Meine Namen möchte mal Wasser nehmen. Ja, warte, dann geh mir. Wo ist denn? Geh mal sonst in den Raum da drüben an, komm. Vielleicht ist sie in dem Raum da drin. Das kann nicht sein, dass sie da drin meddelt und wir das zu checken. Tja, komm da, wir gehen da rein, Andl. Komm. Put, Andi! Das packst du schon, Anna. Das packst du schon, Anna, genau. Sie hat das Licht ausgemacht. Zeig dich! Ich glaube, die schlendert. Das ist Schlenderman. Gib uns ein Zeichen. Da können wir reinschauen. Schau, Andl, ich hätte mir da reinschauen können. Schau die Anna. Schau die Anna da hinten. Linda Brown. Zeig dich. Bitte zeig dich endlich. Gib uns. Wie heißt du? Wer bist Gib du? Uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Schau. Zeig dich. Lisa Brown. Zeig dich. Linda Brown. Linda Brown. Zeig dich. Lisa Brown. Du blöde Kuh. Ich hab Hunger. Oi. Eine hässliche blöde Kuh. Ja. Ui. Jetzt kommt's. Ui, Keile, ui! Guck mal da drüben, Digga. Ja, guck mal, Memo, ui, guck mal. Guck mal hier drüben, Digga, ui. Ui, ich bin heute hier mit ui. Hast du ein Fotoapparat? Schau aus dem Fenster, ui. Heute auf Malta. Guck mal hier die Linda, Digga, guck mal hier die Linda, ui. Ui. Leute hier mit ui. Jetzt schauen wir, ob sie vielleicht irgendwo Abdrücke gelassen hat. Das kann ich mal gucken hier. Ja, Bruder Kylo, Digga. Jo, Digga, muss ich mal gucken, ob hier ja, Bruder Kylo auch dabei ist, Bruder. Boah, Digga. Und wenn ihr mal guckt, da hinten, da war ich damals so als kleiner Butschi, habe ich da hinten damals Fußball gespielt, Digga. Das war genau hier hinten, wenn man genau hier guckt. Hier ist kleiner Butschi, habe ich damals hier Fußball gespielt, Digga. Und ja. Digga, wenn ihr wieder. Digga, wenn ihr wieder irgendeiner hier wieder vom Auge macht, Digga. Linda Brown. Linda Brown. Hier ist kein Abdruck, das macht mich mad. Kein einziger Abdruck, das kann doch gar nicht sein. Linda Brown. Nee, wie gesagt, Justin, ich weiß schon, wie was, wo, was. Aber ich verstehe halt nicht, warum sie auch keine Antwort gibt. Warte, ich nehme mal das Ding in die Hand, schauen wir mal. Linda! Wo bist du? Ui. Gib mir ein Zeichen. Du, die antwortet nur von alleine. Wieso Wie heißt du? Ich geh. Hat sie schon geantwortet? Nee, ne? Die will alleine sein. Ach so, dann, sie hat schon geantwortet? Ich hab's probiert. Na, ich hab's probiert, aber sie antwortet nicht. Ach so. Da war ich alleine. Ach so. Okay. Mach nochmal alleine. Wir sind nochmal da drüben, ja? Andl, komm mit. Wir können sonst einmal probieren, ins andere Stockwerk gehen. Wo bist du? Auf Stimmt, vielleicht... Ui. Ui. Guck mal. Es. Muss das sein? Es. Hier drin. Guck mal hier drüben, Digga. Die ist doch nicht oben. Oder ist die oben? Nee, die ist nicht oben. Die hat unten ins Buch geschrieben. Wieso? Ah ja, stimmt. Ja, gut. Ui. Bist du ready für ein Duell? Was denn? Gibt nur der Geist gerade so extrem an, Alter. Ja, mich auch, weil der nichts weitergeht. Die gibt nichts weiter! Weißt du, mal auf. Ich hab schon immer gesagt, dass das immer weniger wird. Zeig dich! Ich glaube, das wird nichts, Schandl, da musst du aufpassen. Das ist ja, wenn du schon... in den Raum immer reingehst, ist klar. Ja, ich gehe da doch nicht rein, dann gehe ich halt raus, mein Gott. Ist immer wieder. Schau mal unseren Geisteszustand mal an, nicht, dass wir dann hier irgendein Problem haben. Schaut nach, ob er der Geist ist. Oh, jetzt kann ich es nicht mehr lesen. Ja, toll. Bin der Chat verrutscht. Ui, Memo, guck mal. So, gucken wir mal rein. Hier unser Geist ist. Oh, meiner ist auf 19%. Das klingt nach. Ich muss gleich mal was nehmen.de. Komm, ziehen wir uns mal rein, die Scheiße. Alles. Ah. Ah,
okay, verstehe. Super. Das ist natürlich ganz toll und ich bin draußen. Und ich bin draußen. Was steht hier noch? Durch ein Ding, durch den Sensor laufen lassen? Mit Räucherstäbchen. Nehme ich noch mit die Räucherstäbe. Die Stäbelräuchel. Aber die kann ich ja noch nicht anzünden. Ach, stimmt. Das, da war ja was. Das flackert gerade da drin. Uiuiui. Da geht gerade die Party geht gerade ab da drin. Ola BMX, hallo. Kannst du mich grüßen? Ola BMX, grüß mal. Jawohl. Vielen Dank für 2 Euro Wünsche, Bruder. Fuß geht raus. Guten Tag, ich bin's wieder. Ich schaue, ob da jetzt irgendwo ein Abdruck ist. Zeig dich. Ja, wirklich noch keine Abdrücke können. Kann doch nicht sein, du. Die muss doch mal irgendwo was machen. Ja, das Problem ist, sobald sie was macht, greift sie an. Ja, macht doch keinen Sinn. Die muss ja irgendwas. Ja. Irgendwas fehlt ja doch bei der allen. Sie ist jedenfalls da, weil sie ist auch da durch das Ding gelaufen. Ich habe jetzt nachgeschaut. Ist durch dieses Fingerabdrücke sind 100% nicht. Na, ich habe schon überall geschaut. Ich finde nichts. Wieso die... Na, warum ich, Alter? Warum? Warum bin's immer ich, Alter? Was soll die Scheiße? 50 Leute in einem Raum und ich werde wieder genommen. Und dann fragen sich die Leute, was da los ist. Ja. Das heißt, och. Die ist da. Da, weißt du, Hauptsache, ich mach die ganze Scheiße, ganze Schniepel. Also ich habe ja vorhin diese Tabletten genau, genommen, dass ich... Genau, jetzt hab ich's EMF gedacht. Schau, das ist mir großartig. Das ist ein Stück Scheiße, das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Ah. Weißt du, warum bin's immer ich? Immer. Es kann nicht einmal einmal, ich vor allem in jedem Game, jedes Mal. Nicht, dass es einmal vielleicht Andel ist oder Schandel. Na, ich bin's. Irgendwas habe ich doch, dass die mich angeht. Ach, da drin ist sie. Ich sag doch, die ist da drin. Mir hört ja keiner zu. Schau, wer sich draußen versteckt, dieses Stück Scheiße. Schau, wer sich draußen versteckt. Schau, wer sich da draußen versteckt. Du. Was? Schau ihn dir an. Mit seinem haarigen Nacken. Schau. Der hat den haarigen Nacken, schau. Hier. Schau. Hallo? Was ist los mit ihm? Die Nase. EMF 5, danke schön. Dann war's das also. Ja, geil, dass wir so lange dafür gebraucht haben. Ein Shade. Ja. EMF 5, kurz bevor sie mich angegriffen hat, die blöde Kuh. Hab ich's gekriegt. Endlich, EMF. Das ist ein Shade. Endlich, ich bin gerade rausgegangen, als die Tür zugleich. Zett mal Grublock, sagen für 2 Euro. Morgens, wie geht's? Hashtag Likehype, mir geht's gut, ich hoffe dir auch, Bruder. Likehype auf 5000 Likes, man kennt's, komm mal raus. Yeah. Was weiß ich? Was weiß ich? Die EMF. Hau aber mal raus. Da fragt er, ist das Update mit dem neuen Geist und Haus schon da? Ja, das Update ist da. Oder spielen wir gerade? Wir haben aber glaube ich noch nicht den neuen Geist gehabt. Bis jetzt noch geordnet. Kate macht was? Das ist ja großartig. Dieser Zinken, Alter. Gut, aber wir haben einfach dieser Zinken, Bruder. Wir haben alles aus dem Hudel, den können wir da lassen. Ha, ha, ich hab fast gelacht. Ein Hudel lassen wir da, gell? Was die macht, die Räucherstäbchen noch? Ui, sie hat Null Sanity. Das, die geht drauf jetzt, Leute, die geht drauf. Schande, wird sowas von drauf gehen jetzt. Tom Wille, armer Kurti, immer wirst du erwischt. Ich weiß auch nicht warum. Ich tue gar nichts falsch machen. Ich habe sogar die Pillen extra noch genommen, bevor ich rein bin. Und trotzdem geht sie mich an von allen. Das verstehe ich nicht. Habe ich hier die Pillen dabei, ja, weißt du? Einfach nur Pech irgendwie. Geil. Das ist einfach nur einige hinschmeißen. Na, weiß nicht. Das ist aber auch mal noch einmal. Was sind die Räucherstäbchen für Arsch? Ja, wahrscheinlich. Auf dem Feuerzeug dabei. Ich hol mal schnell Red Bull oder sowas, bin gleich da. Wie oft ich heute schon weg war, ne? Schon dreimal. Okay.
Come on, motherfucker, come on. I'm back with this was genius. Okay, dann haben wir's. Gell? Bitte. Jo. Das ist unglaublich. Die Stepper jetzt wieder herumraunzen, schau. Ja, wirklich, es ist eine unglaubliche Präpotenz, die er hier an den Tag legt. Darf ich dich nichts fragen? Hä, wieso doch? Welcome back. Du. Was ist los mit dir? Und da passiert eigentlich. Ja, was wo warst denn du eigentlich? Der war nicht gar nicht hinter dir. Aber du bist trotzdem gestorben. Ja, ich weiß, da wo du nicht warst. Die Hose. Ja. Im Arsch. Ja, passt eh. Kannst du mal schildern, was da gerade passiert ist? Ich hab eh Spaß gehabt, passt eh, gell? Darum geht's ja um den Spaß, ich. Oder? Ja. Der Geist hat eh von hinten richtig durchgenudelt. Also eh, schau. Du wirst mit deinem Arschgesicht vielleicht woanders hingehen. Was ist denn los? Da kann ich jetzt neben ins Kammerlein auf einmal hinten so. Und dann ein bisschen in der Tür drin hängt oder wie so ein Tropfen. Ja, es ist wieder nicht mehr ich, was soll die Scheiße? Die ganze Zeit, zeig dich! Zeig dich, wo bist du? Linda Brown, zeig dich! So, geh mal in ein kleines Häuschen, ich mag die kleinen Häuser mehr irgendwie. Die fühle ich mehr. Ja. Na, jetzt geh mal wieder in die Schule. Weil letztes Mal, wo ich gesagt habe, ich will was Kleines, hat sie was Riesiges ausgewählt. Blöde Kuh. So. Ja. Das ist bei der Schandl und dir immer, wenn sie was Riesiges will, zeigst du ihr was Kleines. Andi. Tatsächlich muss ich dir gerade gestehen, ich habe gerade nicht zugehört. Ich habe gerade gar nicht zugehört, was du gesagt hast. Von dem her ist es. Nein, er hat's ganz genau gehört. Ich habe es wirklich genau gehört. Das Lustige hast du wirklich nicht gehört. Von dem her ist jetzt alles kaputt gemacht. Bin auf bereit, Jungs und Mädels. Wie lange dauert eine Verstauchung? Keine Ahnung. Die Schandl hat's gehört und hat's gefeiert. Gell? Jo, natürlich. Ich habe gerade 33 Grad in meinem Zimmer, du Armer. Ja, ich habe Gott sei Dank Klima angemacht, bevor ich gestreamt habe. Und die mache ich dann später wieder an. Ja. Andels alte okay. Klima. Also die. Ja? Andels Kotstube? Da könnte der Chat dann mal reinschreiben, Andel der Ehrenmann. Andels Kotstube, bitte mal alle reinschreiben. Alle mal reinschreiben. Andels Kotstube. Andels Kotstube. Kotstuhle. Andels Kot GmbH. Warte, das ist das Roadhouse? Was? Hä? Ich dachte, das ist was anderes. Roadhouse. Roadhouse habe ich immer gedacht, das ist diese Texas-Hütte da. Dachte ich auch. Gut. Guten Tag. Hallo, wir sind von der Firma. Wir machen Robert Garcia. Ich habe gehört, sie haben sich ihren Arm verstaucht. Deshalb sind wir hier und wollen ihnen helfen. Roberto Blanco. Roberto heißt er? Robert Garcia! Ich hab nichts mit, ich muss was holen gehen. Ein Vollidiot! Wie kann man so blöd sein? Ich hab nichts mit, ich muss was holen. Wie blöd kann man sein, bitte? Wo ist denn der Stromkasten? Du, Andel, kannst du nachschauen, wo der Stromkasten ist, bitte? Damit du wegen. Du warst gerade im Keller, was soll das? Ja, da war nichts im Keller. Ja, warte nur, ich find. Da hinten ist er, du Häusler! Wo? Ja, aber nicht im Keller. Der war im Keller. Der war nicht im Keller, ich habe ja geschaut. Was mal? Hä? Nix, alles gut. Wo bist du? Was hast du gesagt? Wo bist du? Ich bin nicht zu hören. Wer bist du? Wo ist gescheißen? Wo bist du? Hui. Zu spät. Wo bist du? Bitte. Ich bin in dem Haus, bin ich schon mal durchgenudelt, Mann. Soll ich nicht wissen, aber gut. Wo bist du? Wo bist du? Schau. Yes. Wo bist du? Wenn man schon vom Arschloch spricht. So. Wo bist du? Unglaublich. Bitte? Nix, alles gut. Ich hab sie kosten wollen, aber ob es dann im Endeffekt von Oschen mehr sind.
Mhm. Ja, ich höre dir eh zu. So, gehen wir mal runter. Warte, ich gehe gerade Fieber messen. Ja, ja, viel Spaß da oben. Viel Spaß beim Fieber messen. Aber irgendwie finde ich da nichts. Eine extrem süße Stimme. Ich finde immer, ich klinge wie ein Typ. Du klingst wie ein Typ. Zeig dich. Ich, ja. Zeig dich. Wo bist du? Wo bist du? Zeig dich. Wo bist du? Zeig dich. Zeig dich. Wo bist du? Der hat da gerade mit dem Licht geflackert. Wo bist du? Hallo? Der hat da gerade mit dem Licht geflackert, im Wohnzimmer war das, glaube ich. Wart, lass mit Temperatur messen. Wo bist du? Ja, du bist nicht so kalt. Irgendwo hat es da gerade geflackert bei mir. Da? Hier, eine Gitarre. Ja, da irgendwo war das, hat es kurz geflackert du? Mit dem Licht. Roberto Blanco. Wie alt bist du? Ja, da schmeißt irgendwer was. Da drin? Wie viel Grad hat's denn da? Ja, ja, schon mal, der Teller ist am Boden. Ah, da! Also. Auf 3. Ebene 3. Zeig dich! Wo bist 4 du? Grad, da sind wir. Da hinten im Eck. Da im Müll. 4 Grad, da ist er. Eigentlich da, wo du stehst, gerade war er, aber gut. Gib mir ein Zeichen. Ich kann nicht. Wo bist du? Da vielleicht. Er will sicher nur mit der Anna alleine reden. Lass mal so mal. Mhm. Wo bist du? Ey! Okay. Ganz hohe Geisteraktivität. Ich jetzt lustig, dass der Himmel so pixelig ist. Seht ihr das? Wie pixelig der ist? Ein bisschen pixelig. Enrico, meine Uhr ist mir runtergefallen. Ich darf sie aber nicht mehr aufheben, weil ich hab kein Urheberrecht. Das ist echt schon alt, Bruder. Oh mein Gott. Ah! Angel, kannst du bitte leise sein? Danke. Wäre einfach besser für alle. Ich hab grad über deinen Nicht-Witz gelacht. Ja, ich habe auch nicht den Witz gemacht. Ich habe vorgelesen, der da stand. Hallo! Lolo. Wo Roberto Garcia. Ich werde gehen, wenn ich rausgehe. Schau, wie es flüchten, wenn ich nicht da bin. Kleines Arschloch. Du machst mich wahnsinnig. Digga. Ich hab irgendwie Angst jetzt wo ich da allein drin bin. Ich mach mir erstmal mein Red Bull auf. Auf du hast anscheinend ein Ouija-Board verpasst. Was? Ouija? Habe ich. Wo denn? Wo waren das? Weiß ich nicht. Keller irgendwo wahrscheinlich. In einem Bett. In einem Bett? Okay, warte, dann mach ich das schnell. Aber bleib drin, bitte. Ich will nicht alleine sein. Schreib ins Buch. Großartig, das schau ich mal gerne mal mit an. Das muss da hinten gewesen sein. Bei einem Bett sagt wer. Ein Witcherboard. Robert Garcia. Witcherboard? Bei einem Bett? Wo zum Teufel soll das sein, das Ding? Vielleicht liegt es im Scheißhaus drin. Scheißhaus Klaus? Ah, da, na, doch nicht. Am Scheißhaus Klaus. Könnte doch noch da hinten sein, eigentlich. Oder unten in dem einen Zimmer. Nö. Es ist unten im Zimmer. Habt ihr gehört? Unten. Unten gibt's ein Bett. Unten! Ja, unten gibt's auch noch so ein kleines Schlafzimmer. Gibt's noch. Schau mal rein da, Leute. Fingerabdruck am Tisch. Wirklich? Ich schau noch mal gleich. Wenn das stimmen sollte, dann Liebe geht raus an dieser Stelle, an diesen Ehrenmann. Da ist doch kein Witcherboard. Ich wurde verarscht, aber hart verarscht. Also ich sehe da keins. Also ich habe keins gesehen. Zeig sie. Oh. Ah, da ist ein Fingerabdruck. Geisterbuch. Ah, nee, doch nicht. Tot.
Can I get a Hoya? Hey, ich will. Ist heißen. Also Geisterbuch haben wir auf jeden Fall. Okay. Zeig dich. Na, noch nicht. Ich muss schon wegen Fingerabdrücke. Ja, chill. Robert Garcia. Wo hast du eins gesehen? Jemand meinte, da am Tisch ist irgendwo ein Fingerabdruck, aber das ist auch nix. Ja, das kann gar nicht sein. Ah, der war da! Ah! Nein, ich bin tot. Ich bin tot, ich bin tot. Du Hurenkind. Hey! Danke. Danke, gell? Bis zumachen, gell? Danke. Warum bringst du noch rein? Ich sehe nix. Danke fürs Zumachen. Ich denke, was ist hier doch reingeschallert? Weil ich muss mal schauen, wie der Typ heißt. Du, Andl, siehst du auch oben den Geist? Bitte? Bitte? Also, wir haben erstmal einen Toten. Schön, dass es jetzt nicht mehr ich bin. Du, wo ist denn die Schandl hin? Soll ich dir einen lustigen Witz erzählen, Andl? Ach so? Bitte. Was ist schwarz und knistert? Weißt du's? Na. Eine blonde Elektrikerin. Ja, der war gut, Bruder. Der war gut. Knister. So, gut, dann schauen wir mal. Also wir haben jetzt was insgesamt? Gar nichts, gell? Oder haben wir was gefunden? Alter, der Witz, der hat einmal ziehen müssen. Bis deppert, da muss ich fast das Fenster aufmachen, dass er mal zieht. Bis deppert. Alter, was machen wir zwei Trottel jetzt eigentlich da? Hast du einen Dunst, was man tun muss? Ich weiß es nicht mehr. Weißt du, was ich gerade gemacht habe? Ich habe gerade alle Tabletten geschluckt, dass du keine mehr hast, gell? Du bist ein Arschloch. Ich habe 5 auf 2 Prozent. Meine Güte, auf 6 Prozent. Wir sollen dazu bringen, die Kerze auszublasen, wir müssen schauen. Magst du Temperatur schauen? Ich weiß nicht, ob wir Kerzen anmachen. Magst du Temperatur schauen? Komm. Ein Geisterbuch ist. Geisterbuch war ja, stimmt. Oh, Alter, na, das wird nix. So. Komm rein da. Das wird so nix werden. Ich fand's gerade lustig, dass ich ihm alles weggeknuspert hab. Im F-Ebene 3. Und Primaria Pizzeria Roberto. Was müssen wir jetzt tun? Ja, schauen. Fingerabdrücke. Schauen. Mal was finden. Mal Geisterort. Was ist? Oder war da was? Nein. Warum Fingerabdrücke, na, weißt du? Dort, na, da ist nix. Bist du sicher? Das muss ja. Vielleicht irgendwo auf einem Schalter oder so? Thank you.
Geht sehr gut, gell? Ich glaub, das Arschloch hat sich wieder verzogen, mit meinen Taschenlampen irgendwo verloren. Ja, sehr aggressiv. Alter, ich hab mit lauter Angst in meine Taschenlampen irgendwo hingeschmissen. Bin ja da. Meine Taschenlampen auch wieder gefunden. Oh! Ebene 5! Jawohl. Geht doch. Aber jetzt brauchen wir noch irgendeinen, brauchen wir noch. Ich schau mal, es könnte Geisterbox, musst probieren. Fingerabdrücke finde ich keine, Geisterorb finden wir keine. Gefriertemperaturen, könntest schauen. Aber ich glaube ja nicht. Habe ich schon geschaut, aber da ist nichts. Ja, dann. Ich schmeiß das mal da rein. Wie ist der Geist? Warte mal, Robert Garcia, glaube ich, ja. Schauen wir mal, ich schau mal nochmal wegen Geister. Robert Geis heißt er. Robert der Geis. Der Geis? Robert! Robert! Schauen wir mal. 1% ist Basti. So. Ah, da ist Geisterorb, schau, da sind doch welche. Da ist einer, schau. Geisterorb gefunden, das passt. Ja, easy, schau. So machen das Profis. Robert! Was ist denn los? Ist es ein Shade? Shade? Shader? An welchen Shader hast du eigentlich gerade drin? Bringen Sie einen Geister zu der Kerze auszublasen. Das machen wir jetzt noch. So holen wir unsere Kerze und dann lassen wir es ausblasen. So. Willst du das auch noch machen? Ja, sicher. Du. Alter. Das gehört schon so. Kann der Geist gut blasen. Das Geile ist, wir können in der Zwischenzeit rausgehen. Jetzt wir uns vor die Tür stellen und sagen, also es ausblasen. So mache ich das. Ich hab da gerade die Tür zugemacht. Robert, hey, blase Arsch, die Kerze aus! Blase die Kerze aus! Vielleicht macht er das eh von selber. Na. Robert Garcia! Robert, blase die Kerze aus! Ich glaube, du musst weiter rein. Blas die Kerze aus! Kerze ausblasen! Blasen! Macht er das nicht? Der macht er das nicht von selber? Weiß nicht. Wenn er kommt. Ich glaube, wir müssen den Matt machen, oder? Warte mal. Ja. Aber Robert Garcia. Na Spaß. Du Robert. Schwein. Robert, komm her. Robert Garcia. Robert Garcia. Robert Garcia. Blase die Kerze rein, aus. Vielleicht. Kerze ausblasen. Robert, 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 Robert Garcia, Robert Garcia, Robert Garcia. Ich glaube, wenn wir zwei feigen Arsch müssen, Robert, da weiter rein. Robert Garcia, Robert, mach die Kerze aus. Robert Garcia, mach die Kerze aus. Blase die Kerze aus, Robert. Robert, blas die Kerze aus. Kerze ausblasen, Robert. Robert Garcia, blase die Kerze aus. Robert Garcia, Robert Garcia, Robert Garcia, Robert, 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 Robert Garcia. Robert Garcia. Das ist der Sound of a Spende. Robert, blase die Kerze aus. Robert, blase die Kerze aus. Robert, mach die Kerze aus. Robert Garcia. Blase die Kerze aus. Robert, blas die Kerze aus. Robert Garcia, Kerze ausblasen. Robert Garcia, blase die Kerze aus. Robert, zeig Kerze dich. Ausblasen. Zeig dich. Zeig Kerze. Dich. Wie heißt du? Wo bist du? Gib Blasen jetzt, Alter, du Arsch. Robert, blas die Kerze aus.
Weißt du, warum kommt er nicht einmal? Weil er blöd ist. Weißt du, was? Vielleicht soll man die Kerze woanders hinstellen, warte. Warum kommt er nicht? Robert, blase die Kerze aus. Mach mal weiter, Robert, blase die Kerze aus. Robert Garcia. Er hat's gemacht, er hat's ausgeblasen. Wir haben's. Wir können raus. Gleich ich mich da eh. Du hast geschafft, Alter. Alles. Jawohl. Die Kerze muss auf den Tisch, nee. Hat's auch so funktioniert, Leute. Guck mal, die Schlaumeier da im Chat. Hey, noch ein Witz. Was ist rot und steht am Kopierer? Weißt du das? Da ist mir nicht. Eine Paprikantin. Was ist flüssiger als Wasser? Hausaufgaben, die sind nämlich überflüssig. Und lass es schon eintragen ins Ding. Ins Buch? Ja. Machst du, perfekt. Dann sind wir fertig. Dann fahren wir. Fahren wir heim, Herrns. Warte, Andel das Leuchtstäbchen. Das muss ich dir noch hinhauen. Da, bitteschön. Warte mal. Anmachen und hinhauen. Andel das Leuchtstäbchen. Robert. Der war aber jetzt ganz cool am Ende. Der hat ausgeblasen. Bin sehr zufrieden damit. Geh durch mit euch, gell? Was ist mit uns? Geisterorb war schon urlang. Und du schaust drauf und siehst es nicht. Ich spiele mit Baguettes. Kurti, das Baguette an die Baguette. Und da steht hier drinnen mit der Scheißkerze. Das Ding ist schon längst abgehakt und ihr macht es noch einmal, Herr Merkel. Warum? Das hat doch nicht. Wie geil, man kann die Sachen nach hinten schmeißen, die kommen nie mehr wieder, oder? Ja, Mann. Du, Wirtli, ich hab auch einen Witz. Ja, bitte. Müsst ihn hören. Was ist alle flüssig? Kinder steh. Alle Kinder steh. Hör mal zu. Das ist ein toller Witz. Allen Kindern steht die Scheiße bis zum Hals. Nur nicht Rainer, der ist ein Kopf kleiner. Ui, der arme Rainer. Wie schaut's denn aus? Waschgesichter. Geh mal weiter. Wann zeigst du dich wie Butti? Ja. Morgen gibt's einen Ankündigungsstream, wo wir uns alle zeigen werden. Ich bin. Schaltet morgen ein um 24.30 Uhr, da sind wir alle dabei. Gell? Ja. Bis 25 Uhr geht das Ganze. Gut, wie schaut's jetzt aus? Gehen wir jetzt weiter oder? Am 12. oder was? Am 12., genau. Am 12. um 3.23 Uhr. Haben wir's jetzt? Ich würde gerne auf bereit klicken. Oder? Hallo? Warte. Hallo? Ja, ich bin ja gerade dabei. Ich furz mich gleich an. Ich muss alles hinzufügen. Warum wachsen auf dem Mond keine Blumen? Schau, weißt du, was das Traurige ist? Andel musste gerade sich. Habt ihr gesehen, wie er gerade aus dem Spiel rausgegangen ist, um einen Witz zu suchen? Es ist halt wirklich traurig. Ich bin nicht aus dem Spiel rausgegangen. Ich bin noch immer da. Los geht die Luzi. Warum wachsen auf dem Mond keine Blumen? Bad! Es ist zu wenig Erde. Lustig. Das ist gut, gell? Männliches Zuckerbrot. Das ist gut, gell? Jo. Ja, ist voll gut. Ich hab noch nie so einen geilen Witz gehört. Ach so. Du wart jetzt auf mich. Na, was? Auf meinen Priester warten wir, bis er endlich mal herkommt und alle da auf. Das habe ich schon zuerst. Relax. Take it easy. I wanna show you how I relax. Take it easy. Und ich habe keine Ahnung, ob es überhaupt richtig ist. Take it easy. Relax, take it easy. Sind wir jetzt alle ready oder wie sieht's aus? Achso. Nicht müde werden. Also. Wir hatten jetzt das Spice eigentlich mitgenommen.
Hier wird's das Radio. Verjagen Sie wie eine Jagd in den Geist mit Räucherstäbchen. Lassen Sie den Geist und Salz, sondern reinigen Sie den Bereich und alles geht mit Räucherstäbchen. George Wilson. Radio, mein Radio. Anderen müsste man eigentlich kicken dafür, oder? Das stimmt. Das dauerhafte Singen, das ist echt hart nervig. Ich nehme das Spiel nicht ernst, ne? Andl, es ist so unglaublich repotent und nervig. Lass mich in den Äther saugen. Deswegen nehme ich das sehr ernst. Meine Ohren werten Augen. Schauen wir erst einmal, wo der Kasten ist. Weil wir schauen ja nie nach, ne? Jetzt einmal die geile Matratze durch. Okay. Schönes Fahrrad. Danke. Du gut, wer ist denn da schon wieder die geile Matratzen da in dem Raum? Warum hattest du mich gesperrt? Ich sperre da niemanden. Ich hab Mods. Schandl sperrt niemanden. Hier wird niemand gesperrt. Ja, nur beim Kurz dein Stream, dann sperre ich ganz viele Leute. Bist du hier? Pfff, Handeltoilette. Hast Zeig du was? Dich. Na, probier gerade mit dem zum Reden. Zeig dich! Schauen wir mal. Bist du hier? Wenn die Frequenz steigt, ist er dann da drin? Ja, kann sein. Da drin ist voll hohe Frequenz. Wie Frequenz? Ach so, Radio nein, oder? Das hat nichts damit zu tun, Nana. Ich hab gedacht, du meintest diesen anderen, den Ausschlag. Da hat's aber Minusgrade. Ui. Tja, ich sage ja, ich bin da gut. Aber wie gesagt, ich bin. Also Gefriertemperatur haben wir schon mal. Minus, jetzt ist wieder 2. Warum? Ah, jetzt Gefrier, ich seh's. Jetzt ich ist seh's. Wieder 0. Wir haben Gefriertemperatur. Jetzt, gell? Ja, passt. Ja, passt. Siehst, ich sage, ich bin gut. So. Da ist Ach, es. Ist. Also hau da ich das es. Daher. Ich hau das da auch. Ja, hallo? Hallo? Hier ist die. Da ist was. 2. Hier ist Patrick. Ja, hier ist Patrick. Brigitte? Gut, dann hole ich mal. Da habe ihre Pizza für Sie. Pizza, Döner, Kebabspieß, alles mit Hammer, super. Kebabspieß. Er redet nichts mit mir. Ich hab nichts. Zu spät, Hurdel. Kannst du es bitte ausmachen, wenn du es nicht benutzt? Das wäre super. Er rauscht den ganzen Tag da durch, der Vollgrottel. Es geht halt die ganze Zeit nach, schau. Nix für ein Spiel. Ist jemand das Buch mit? Nein. Kann ich aber mitnehmen. Du, ich finde, das ist ein schöner Ausgleich fürs Meerrauschen. Andere kannst du das Buch mitnehmen? Okay. Ja, nehme ich mit. Mhm. Passt. Unglaublich nervig ist das Ding. Das muss das sein. Muss das jetzt sein? Hast du das Buch? Ja, er hat das. Ist das Buch? Das ist echt nervig, der scheiß Rauschen. Was wird das auch nicht, wenn sie beim Klo oder Füllkasten fühlen? Ja. Wie wenn es gerade so richtig fett dann abblasen hat. Oder ist da war da drin vor uns, ne? Schreib ins Buch. Zeig dich. Bist du hier? Raus oder? Nein, geh, du musst. Wieso? Was? Du musst schon reinschreiben. Bist du hier? Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Zeig dich. Antwortet er nicht. Du bist drinnen im Zimmer, glaube ich, der Herr. Deswegen geht das nicht. Wo bist du? Bist du hier? Bist du da? Gib mir ein Zeichen. Ich schau, ob ein Geisterort da ist. Ne? Man kennt ihn. So, wie sieht ein Fünfer raus? Treffen sich zwei Magneten, sagt der eine, was soll ich heute bloß anziehen? Boah. Heftiger Witz. Geisterorb? Achso, es geht ja nichts, stimmt. Hoffentlich geht Andl drauf. Also Geisterorb haben wir.
Gefriertemperaturen, Geisterorb, ja, und Buch müssen wir dann schauen. Aber wie geil, dass ich da nicht drin bin. Voll nice. Ich sag mir eigentlich, was ist denn da los da drin? Ich sag mir, was ist denn da los in dem Häusl? Geht da gerade die Luzi? Ah, er lebt noch, schade. Er lebt leider noch. Enrico, den Witz kann ich nicht vorlesen, ist zu heftig. Du, ich glaube, die Schandl hat's erwischt. Geisterorb gibt's. Ich habe jetzt extra unten nachgeschaut, es gibt einen Geisterorb, es fehlt. Alter, der Typ ist mir durchs halbe Haus und auch gerade die Schandl hat ein Foto gemacht. Und dann ist er auf sie gegangen. Ui, süß. Ja, ich war gar nicht drin, das ist ja das Schöne. Ja, Schandl ist tot, das ist wieder. Das ist schön. Vor Jahren sind wir dann ja ganz mit Räucherstäbchen. Nehmen wir die Räucherstäbchen mit. Also ich nehme die mal mit auf alle Fälle. Räucherstäbchen, das ist immer weg. Haben wir sonst noch irgendeinen Arschlochbeweis? Ja, kannst du bitte das, die Lampe mitnehmen, diese komische? Welche? Das Leuchtstäbchen? Na, das also die da. Die da, ja. Das wird das zusammen schauen. Fingerabdruck. Haben wir Geisterbuch? Durfte. Du hat müssen wir umschauen. Müssen wir schauen, weil ich habe jetzt Geister. Ja, ich bin ja gleich weg. Ich bin ja gleich weggelaufen, weil der ist dort also oben ja. Der hat mir Albert aufgefressen, der Typ. Der war jetzt einen Meter hinter mir gelaufen. Sauhund. So ein Elendiger. Schauen wir mal. Auf wie viel ist denn der? 4. Hat aber nicht ins Buch geschrieben. No. Warten wir da ein bisschen. Jetzt wieder nur eins. Ey, geh nicht weg von mir, bleib schön da. Das Stück Scheiße. Schreib ins Buch! Du, auf deinem Hemd sind weiße Flecken. Kannst du das irgendwie erklären? Oder ist jetzt so. Erzug mal. Vorbei. Ja. Ich habe nämlich mit einem Ding habe ich ihn weggeschickt mit meinen. Ne, weißt schon. Wir gehen nochmal raus. Kruzifix? Na, ich habe so ein Räucherstäbchen dabei gehabt. Ah. Das war auf der Liste, ihn damit zu verscheuchen mit den Räucherstäbchen. Deshalb hat er jetzt uns nicht lang gejagt. Das ist so ein kleiner Trick auch. Aber schauen wir mal, ob der Trick. Das angenommen hat. Trick, das war sie gar nicht, schon. Ja. Blät dafür. Du, wo ist denn die Schandl eigentlich hin? Also wir haben jetzt verjagen mit Räucherstäbchen. Reinigen mit Räucherstäben, jetzt haben wir noch was durch Salz wandern. Das müssen wir oben direkt durch vor die Tür dort legen. Genau, ja. Dann nehme ich das. Wo man da das. Nimmst du das Salz mit? Wo man da die Kalkleiste? Warte mal, ja, ich habe noch Platz. Ja, nimm das nochmal mit. Nur, du brauchst nur eine Dose Salz. Gibt. Ja, da unten die Salzdose eine. Nimm mal die Scheiße da. Also da ist die Salzdose. Aber da muss ich auch, warte. Komm her, du Kalkleister. So, passt, geh mal. Da. Geh mal, schau mal her, du Hirns. Ole, 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 ole. Ja, schaut halt alles Fußball. Ich nicht. Ist heute Fußball, um wie viel Uhr ist es denn? Um 21 Uhr? Warte, ist da Stromkosten? Wo? Da ist er. Na. Bitte. Da kann ich Strom machen. Geh mal nochmal hoch und schau mal. Warte, leuchte mir aus dem Weg, ich muss das Salz hinlegen. Wie legen das hin? Ja, einfach da vorne, einfach da bei der Tür am besten, da vorne hinlegen. Ja, wie streuche ich das aus? Mit R. Wenn du musst, glaube ich, auf den Boden und dann R drücken. Okay, warte mal. Du bist einfach da gleich hin. Oder Rechtsklick, ja. Einfach auf den Boden. Oder das F oder nicht. G oder sowas. Jetzt hast du was. Aber mehr, du musst mehr. Du kannst mehrere, genau. So, hab ich. Der Wichser schreibt nicht mehr ins Buch, was soll man machen? Schreib in das Buch! Schreib in das Buch! Ah, du, geh du rein und red mit ihm. Ich warte mal draußen. Schreib in das Buch! Wie heißt der? Greiner, keine Ahnung. Wie heißt er denn? Keine Ahnung. Herr Winkler!
Herr Winkler! Die Drackenschanz. Schreib in das Buch. Das schiebt aber ganz anders. Schreib in das Buch. Mach da mal zu. Hey! Alter! Vorhaben. Ich will nicht mehr. Sag ich mir an, was ist denn da gerade eigentlich passiert? Schauen wir mal, ob er durchgewandert ist oder nicht. Ja, ist er. Das Buch hat er da nicht geschrieben. Abdrücke! Abdrücke waren. Dann haben wir's. Da waren Abdrücke am Boden. Wie auch immer ich die gerade gesehen habe, ich hatte die Lampe nicht mehr dabei. Hä? Aber da waren Abdrücke auf dem Boden. Das heißt, wir haben jetzt Abdrücke. Fingerabdrücke und. Hä? Hä? Noch nie. Warum? Da waren noch Fingerabdrücke auf dem Boden. What the fuck? Was war denn das dann sonst? Soll ich mich verarschen jetzt? Da waren doch gerade Fingerabdrücke am Boden. Also so Fußspuren. Hä? Oder weil er durch. Ach, weil er durch Salz gelaufen ist. Stimmt. Der Typ ist ja durch Salz durch. So, warte, wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir schauen jetzt nochmal genau. Geisterorb haben wir ja, glaube ich, ne? Ich schaue jetzt mal, was nicht war. Also im Eimer. Das haben wir geschafft eigentlich. Aber die Frage ist jetzt, was war es? Ich habe nur Angst, da jetzt reinzugehen. Warte, Fingerabdrücke kann es nicht sein. Seht ihr, das geht nicht. Geisterorb haben wir schon. Zweimal kann es nicht sein. Geisterbuch kann es sein. Gefriertemperaturen haben wir schon. Keinen Beweis gibt es auch. Wo ist? Achso, ne. EMF-Ebene 5. Eigentlich kann es nur Geisterbox. Nee, Fingerabdrücke könnten es auch sein. Nee, das geht ja nicht. Genau, es kann jetzt nur sein, Geisterbuch geht nicht. Da bin ich mir sehr sicher, dass er das nicht reinschreibt. Im F-Ebene 5 habe ich nicht gesehen. Es ist entweder ein Phantom oder ein Mare. Wir werden es mal so 50-50 machen. Ich nehme jetzt einfach mal. Ist nicht Geisterbox. Da hat er nicht drauf geantwortet. Wir nehmen mal im F-Ebene 5, schätze ich mal. Weil ich habe jetzt keinen Bock da reinzugehen und da drin abzurecken, weil dann kriegen wir gar keine Punkte. Weil ich reck da jetzt 100 pro ab. Ich habe auch keine Pillen mehr. Also es ist ein. Wir haben jetzt insgesamt für alle, die jetzt dabei sind. Pass auf. Gefriertemperaturen, Geisterorb und EMF-Ebene 5, weil es war auf 4. Ich schätze mal, das wäre auf 5 sowieso aufgegangen. Und dann sind wir hier fertig, Leute. Schau, ob das jetzt ein Phantom war. Ich hoffe schon. Schau mal, ich gehe jetzt da nicht alleine rein, Leute. Ich gehe da nicht alleine rein. Ich schätze mal, es war ein Phantom. Wenn nicht, dann war es ein Mare, aber. Es war ein. Phantom! Siehst du? 100er Prezi, Phantom, wie ich gesagt habe. Ja, das habe ich schon verzählt. Du hast gesagt, dass am Boden eine Abdrücke sind, du Eisel. Ja. Am Boden waren ja Abdrücke. Fußabdrücke sind nie. Ja, aber keine Fingerabdrücke. Das sage ich immer wieder. Ja, deshalb habe ich jetzt am Ende nochmal verbessert, weil ich dann draufgekommen bin, dass es das Salz war. Du bist stinky. Ich habe es aber richtig gehabt. Ich habe am Ende nochmal alles durchgegeben. Du bist stinky. Ich habe alles aber durchgegeben am Ende. Jedenfalls, ich habe es richtig gehabt. Ich habe Phantom gehabt. Du Arschloch, hast mir vorher die Tür zugehalten, Alter. Deswegen bin ich. Habe ich nicht. What the fuck? Ich habe die Tür zugemacht und bin weggerannt. What the fuck? Ja, du Sauzeichen, wo er gekommen ist, Alter, und ich bin drin im Raum gestanden. Die war da vorher schon zu. Was für vorher schon zu? Ja, die war schon zu. Ich hätte gleich einen Maul zustopfen, du Idiot.
Arbeit. Hey, machen das die Leute, dass sie da die Sachen stapeln? Danke, danke. Kuss, hey, Kuss, das? Kuss. Der ist mir nachgelaufen und dann hat er mich aufgefressen in der Welt. Kuss, Kuss, Kuss. So, ja. Weiter geht's. Eine Runde machen wir, oder? Machen wir noch eine Ehrenrunde jetzt auf Ende, oder? Ja. Ich kann einmal, es muss... Wieder nehme ich nur Haken. Okay, Dito. Und ich will noch mal ein geiles Steak heute haben. Gell, Schandl? Schandl, gehst du heute noch kochen für mich? Sie ist nämlich eine gute Köchin, muss ich wirklich sagen. Die beste Köchin weit und breit, gell? Mua. Hallo? Hallo? Okay. Bist du... Scheiße, sagt gar nichts mehr. Hörst du mich nicht? Achso, jetzt ich rede doch die ganze Zeit. Jetzt höre ich dich, bitte. Kerstin, wie schaut's aus? Ich mach mal. Also hörst du mich oder was ist mit dir? Ich höre dich, ja. Ja, der ist verarscht ja nur. Hey, was? Nein, leider. Was, ich verarsche nur? Verarscht ja nur. Achso, bereiter. Nein, er ist einfach ein Baguette, deswegen. Du, da schreibt er in den Chat an, du übersteuerst. So, Jan Siebert, bist der Beste und kannst du mich grüßen? Alter, vielen Dank für den Zeni. Jan Siebert, grüß mal, jawohl. Enrico, wer lebt im Dschungel und schummelt Mogi? Du Putin, wer steuere ja ich? Ganz leid. Wer steuere ja ich? Ganz leid. Ja, ich weiß nicht. Ja, also irgendwie höre ich gerade gar nichts. Keine Ahnung. Alles gut. So, meine Damen und Herren. Thomas Wilson. Was mit Mogi ist halt schon geil. Hat das dich beruhigt? Wieder? Ja, das ist beruhigt, schon. Der Mogli? Der Mogli. Na, ich habe ja nur gefragt, ob ich übersteuere. Na, überhaupt nicht. Alles super handelt. Ich habe die armen Leute, die sich das am Abend geben und einschlafen wollen. Und dann hören sie sowas. Ich so am Ende so, oh, weißt du? Ja. Oh! So gehen wir mal rein, da. Wo bist Riot du? Driver, was geht, du Schieber? Alles, was Beine hat, außer Klaviere, Scheiße, Sessel, Stühle. Wie blöd kann man sein? Die ganze Zeit die Sachen vergessen. Schandl, nicht ohne mich. Ich bin schon da. Wo bist du? Wo drückt der Schuh? Wo drückt Schuh? Wo drückt Schuh? Wo bist du? Wo der drückt der Schuh? Oder wo ist denn jetzt der scheiß Elektrokasten? Genau, der Elektrokasten, man kennt ihn. Ah. Schon wieder auf eine Schnecke gestiegen im Garten. Boah, ist das na, auf einen Igel. Ah, da hinten ist der Elektrokasten. Alter, schon die geile Puppen. Ja, da hinten die geile Puppen, Alter. Hallo, ich bin's wieder, die Katrin. Ich hab den Strom angemacht. Wo bist du? Lalalala. Oh, oh. Wollte ich gerne mal lesen. Wo bist du? Oh, oh. Ich bin jetzt im Keller. Oh, oh. Strom sparen. Aber Geisteraktivität messen. Oh, oh. Wo bist du? Ah, das ist das neue Haus. Wir waren vorhin schon da, Andl, und du jetzt erkennst es erst. Ja. Schrecklich, dieses Kind. Andere Richtung. Ohne Hirn geboren, der Arme. Entschuldigung. Haben wir mal einen Spendenaufruf für dich. Was? Ja, weil du ohne Hirn geboren worden bist, machen wir mal einen Spendenaufruf. Du armes Kind, das... Das ist, weil ich schon zu lang mit dir zu tun habe. Ah, ja, natürlich. Sterben die Gehirnzellen dann natürlich mit dabei. Natürlich. Wie stellst du das sonst vor? Ah, da drinnen schaut es aus. Hey, da hat es mal ein bisschen aufgeleuchtet, da hinten im Eck. Schau beim Gaming-Setup. Perfekt. Sweetes Setup, by the way. Sweet. Das schaut aus wie meins. Voll geil. Nur hängt da oben der Play-Button. Play-Button. Abgehoben. Play-Button. Abgehoben. Kennst du das Lied? Play-Button. Play button, ah. Play button, play button, play button, play button, play button. So ein geiles Lied. Muss ich dir unbedingt zeigen nach dem Stream. Kann ich leider on Stream nicht zeigen. Habt ihr den Raum? Wir haben den Raum, ja. Danke fürs Bescheid. Wir vermuten es.
Sind ja, da ist kalt auch drin, 3 Grad. Jo, ich bin da um und springe ein bisschen. Da drin hat's 3 Grad einmal gehabt. Weißt du was, ich tu mal das, das Buch hier hinlegen. Das Einzige, wo es mir ausgeschlagen hat. Entschuldigung bitte, ich will das Buch hier hinlegen. Ja, der Vibrator geht schon ab. Scusi. Schreib ins Buch! Du bist im Funk. Ins Buch musst du schreien! Schreib ins Buch! Hallo? Ich hätte jetzt allein gelassen, oder was? Warum wäre ich da drin jetzt allein? Ey, lass mich da raus. Schreib ins Buch. Schreib ins Buch. Play Button, Play Button. Jetzt habe ich die Ohrwurm von dem Scheißlied, das ist unglaublich. Play Button, Play Button, Play Button. Ich schau mal schnell nach, ob wir einen Geisterort sehen. Dankeschön an Jan Siebert. Aber das habe ich schon vorgelesen, aber den grüßen wir ja nochmal. Danke für den Zini, Bruder. Nacifi Maurer, danke für eine Runde. Grüße ihn auch raus an dich. Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Wie schaut's denn aus, Jens? Wie willst du wieder rauskommen? Geisterorbs! Achso, ist jetzt schon da. Hallo? Bist aber klein. Mhm. Und da? So klein und flauschig. Klein Darwin. Und flauschig. Apropos klein und flauschig, er nervt. Klein und flauschig. Oh, Katze nervelt. Wie so. Ist das? Warte mal, ich muss doch mal ganz schnell da. So, genau. Wurdel, hast du jetzt alle genommen? Natürlich nicht. Dann darfst du jetzt auch alleine reingehen. Tja. Schau, wie Matt das ist. Ich mich jetzt daher. Nein, ich geh nicht mehr rein. Ich fahr jetzt. Schau, jetzt fahr's mit dem. Nein, jetzt fahr's allein mit dem Wohnmobil nach Hause. Schau. Ich meine ich jetzt ernst. Wirklich jetzt, das war der komm, das ist ein kleiner Troll von mir, den ich jedes Mal jetzt mache. Nö. Geh bitte. Arnold, kommst du mit? Den Troll hast du vorher. Geh mir allein und haben alleine Spaß, komm. Ich geh jetzt auch mit Spinnen. So viel Spinnen. Nein. Den Joker hat mit dir. Du Schandl, wie sieht's denn aus da drin im Spinnennest? Hast du schon die Eier gebrütet da drin? So viel Spinnen da drin? So viel rumspinnen? Nur weil deine Frau schlecht ist, heißt nicht, dass sie schwanger ist. Was ist? Schandl hat heute schon gegessen, Kinderschokoriegel mit Gurkerl. Kommst du mit? Was redest du? Hallo. Ah, ich bleib da. Dazu na, der Andl, ich meine den Andl, ob er mitkommt. Na, der Andl bleibt auch da. Ja, komm mit jetzt. Tschüdo. Du bist selber jetzt? Schuld? Nein, es war nur Spaß. Leben. Hallo, jetzt kommt doch mit. Der Spaß ist vorbei, weil die sind nicht mehr da. Schau, wie er Angst hat, jetzt geh jetzt rein. Ja, mein und Gott, geh ich halt wir rein. Glauben mach an das. Dich. Ja, ich hab ja, weißt du, das Problem ist, ich hab ja nur die Lampe, ich hab ja nicht mehr, weil die anderen Sachen habt ihr. Was das soll ich Buch machen? Ist das, es ist alles drinnen. Ach komm. Fick mein Leben. Kein Bock mehr. Schau, der tut den Ball gerade herumwerfen, Setz mich jetzt in die Ecke und mach gar nichts und warte, bis die kommen. So, ich trinke mal, einen Schluck. Er hat jetzt am meisten Sanity, also soll er alleine reingehen. Geht er rein? Ja, dies merken. Die Hosen schon die Bremsspur hinten drin in der Flak. Macht er jetzt, weil er Angst hat. Du, warum gehst du nicht allein? Ich bin reizt da, mich entlüfte mich gerade. Ah, ich hab vergessen, beim Auto muss ich noch die Bremsen entlüften. Warte mal. Das wird ja sonst nix. Der ist gar nicht im Haus. Feigling. Er ist gar nicht im Haus. Feiglinge! Feiglinge! Er ja, ist halt so. Ein Schiss, Sascha. Dein Feigling, gell? Naja, ich versteck mich da drinnen nicht in den Bus, gell? Jo. Du bist ja schuld. Du hast am meisten Sanity. Du sollst. Ach komm, HDF da drin jetzt. Ja. HDF! Ich hab keine andere Wahl, weil er streamt. Schau. Sie sagt, ich habe keine andere Wahl, ich setze mich jetzt da so lange rein, bis da wer kommt. Das ist mir ganz, ist mir voll egal. Ich werde mich da jetzt hinsetzen. Werde jetzt die Beine schön auf die Box tun, schau. Ah, oh, scheiße. So, jetzt werde ich mich da ein bisschen zurücklehnen. Ah.
Na, warte mal da Runde. Schauen wir mal auf Instagram, was da alles los ist, oder? Hier, schauen wir mal auf Instagram vorbei. Hm, ja, schauen wir mal. Ah, schau, 3 neue Mädels bekommen. Jawohl. Mhm. Oh, wie schön. So, ja, super. Just Spam. VIP Followers. Increase Sales with Instagram. Oh, da kann ich Follower kaufen. Schau mal. Bekomme ich per Spam-E-Mail. Das ist ja schön. Rockstar Games, ich habe eine Freundschaftsanfrage bekommen. Danke für die Freundschaftsanfrage auf Rockstar. So, schauen wir mal weiter. Ich kann den ganzen Tag hier warten, ist kein Problem. So. Stellt er sich jetzt dumm? Schau, wie es ablässt dann. Das ist genau das, was ich will. Schau, was ist denn da los? Was ist denn da los? Schau, schau. Schau. Aha! Schau! Von wegen, ich, was ist denn da los? Du bleibst draußen! Ja, jetzt soll ich draußen bleiben. Gut, dann bleibe ich halt da. Ich bleib mir draußen, gell? Jo. Gell? Na, dann gehe ich raus. Wenn er reinkommt, gehe ich raus. Maria Sophie, bitte nicht. Ich warte ja draußen, alles gut. Du, was hast du alles? Wer hat das EMF-Gerät? Ich. Also der Handel ins Eckerl geschmissen hier. Da drin war. Was soll die Scheiße? Hallo! Hallo, was soll die Scheiße? Hör auf damit! Ich hab gesagt, wenn du reingehst, geh ich raus! Ey, jetzt können wir ganz normal mal zusammen weiter reingehen, bis das Problem nein, kommt. Nein, können wir warum? Nicht! Warum? Was ist los mit euch? Ich bleib draußen! Warum? Ich weil ich ein scheiß Hund bin, oder was? Bleib draußen! Warum? Bleib ich hab draußen. Gar nichts gemacht! Bleib draußen! Bitte! Wie so ein Hund, der auf den Teppich gepisst hat. Und jetzt draußen sein muss. Was soll die Scheiße? Mach Männchen. Platz. Sitz. Platz. Sitz. Platz. Platz. Ist kein Leckerli. Platz. Sitz. Und wir haben Buch. Buch haben wir auch schon. Magst du ein Foto machen? Na, wir brauchen die Fotos, oh mein Gott. Bitte. Hallo! Boah, weißt du was? So viel Matt sein, schau. Ich würde gern sagen, dass ich Matt bin, aber so. Kann ich, so viel ich nicht arbeiten. Ach komm, ein bisschen Spaß muss sein. Hey, so? Warum hängst du? Weil ich im Buch bin. Achso. Was haben wir jetzt alles für Sachen? Ich guck schon in den Chip. Fingerabdrücke haben wir, was die noch? 1,59. Das ist jetzt nicht mein Problem, wenn du es nicht weißt. Ja, Fingerabdrücke haben wir, so. Ja. So. Ja? Wir sind fertig, geh mal. Hä, was? Was fehlt denn? Hallo, was gehört ins Buch? Wir sind fertig. Du Andi, was gehört ins Buch? Nicht sagen, nicht sagen. Hör auf damit, ich will nur wissen, was im Buch reingehört. Hallo! Die ganzen Fotos verschwinden. Das ist ein Alter! Anders gehört ins Buch rein. Anders gehört. Was gehört fertig. Was gehört ins Buch rein? Muss ich mal reinschreiben? Schau, was ist denn da los? Geisterorb haben wir schon ewig. Aber weißt du selber nicht, schau, wie geil. Was gehört denn alles rein? Hallo? Hallo, was gehört denn rein ins Buch? Buch.
ganze Schmerzmittel gefressen. Was Buch? Der böse Hund hat das ganze Schmerzmittel gefressen. Das ist eigentlich so. Hä? Ich check's jetzt nicht mehr. Ah, Buch, danke schön. Geister Buch! Dankeschön. Wie oft denn noch? Ich hab's, es ist ein Handtuch. Und der dritte Beweis? Ja, der. Ich weiß, bin ich ganz sicher. Fingerabdruck. Ah, ich weiß einfach gar nichts. Dankeschön. So, jetzt gehen wir mal rein ins Haus, gell? Handtuch? Jo. Ich habe ein Handtuch. Jetzt nicht der Andel. Mach mal zu die Tür. Mach zu. Mach zu die Tür. Wir müssen den Typen, wir müssen, so, der muss uns handeln. Handeln müssen. Geisterorb. Wirklich, warum haben wir das jetzt nicht fertig gemacht? Was soll die Scheiße? Hä? Endsmith? Ich handle das Mate. Du hast gesagt, mach zu! Ja, aber ich dachte, wir sind fertig. Du hast ja gesagt, wir sind fertig. Jetzt ja! Du hast gesagt, mach zu! Ja, egal. Es gibt jetzt Anzeiger, die Gefährde. Jungs, wenn ich morgen da bin, gut, dann ein die Gefährde Anzeige. Ein Satz mit X, das war wohl nix. Ich glaube, ich schleich mich. Andel, was ist der Satz des Pythagoras? Was ist denn das? Weißt du, was das ist? Was, ein Satz? Satz des Papyrus oder so ein Scheiß. Genau, ja, Papyrus, hast du recht. Die Pythagorea, das Andel, war ein Volk, Allgemeinbildung, 6 Sätzen bitte. Ja. So, Leute. Dann würde ich sagen... A² plus B² ist C² und in diesem Sinne schleiche ich. Was? Viel Spaß, gell? Andel. Wir sehen uns dann heute in der Vorführung, gell? Der kleine Schneemann. Ja. Da sehen wir uns dann heute, gell? Jo. Genau. Gut, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst eine Spraydose auf jeden Fall da im Chat. Und genau, zeig dich, das ist ganz wichtig. Gute Nacht! Schon so mal so ein Arschloch gesehen? Unglaublich. Auf jeden Fall, Leute, lasst noch gerne ein Like da, lasst auch komplett kostenlos ein Abo da, würde mich auf jeden Fall freuen. Abonnieren Sie einen kleinen Shiba-Inu, machen Sie einen kleinen Shiba-Inu glücklich und was wird denn das da, wenn es fertig ist? Ich schau gerade, wann es weitergeht. Achso. Ich bin gerade in dir drin, im Gürtel. Ah, ich sehe deinen Knopf. Du hast einen Knopf, wusstest du das? Wusstest du, dass du unter deinem Shirt einen Knopf hast? Also ich wusste das nicht. Das sieht man nämlich so gar nicht. Du hast einen Knopf unterm Shirt. Okay. Ja gut, dann sage ich gute Nacht. Gute Nacht! Oh, das ist eine schöne Zahl, die lassen wir so. Gut, Leute, dann würde ich sagen, Christopher Tiffner nochmal One Up raus. Vielen Dank. Vielen Dank dafür. Dass wir noch ein bisschen durchgrüßeln. Gute Nacht, Albersteuer. Ja. Andel ist einfach Beste. Das war wieder der Andel-Moment of the Day, so ist das. Und gehen wir mal ein bisschen hier. Ein bisschen durchgrüßen. Aber nicht mal allzu lang. Ich werde dann noch auf RLO 2.0 weiterarbeiten. Das Zeitfenster ist knapp und. Ui, die schönsten Fotos. Schau mal, da war Schandl Matt. Und da ist Andel, wie er herumandelt. Und da ist Schandl, wie sie gerade herumschandelt. Da ist ein Knochenfund. What the fuck? Voll das schöne Bild geworden. Aber komm, das ist das beste Bild. Schandl, wenn sie Matt ist. Schau, wie sie aus dem Haus läuft. So, dann würde ich sagen, machen wir noch eine Durchschussrunde, genau. Und ja, vielen Dank an Christopher Gill, genau, für den Sticker. Und ja, schauen wir noch, wer alles aktiv ist. Grüß mal durch. Ich grüße mal GTA für Xion 1:7. Dann grüß mal Xion 97. Cedric G grüße ich. Ich mag Bäume 1:7 grüße ich. Ninja TV, grüß mal. David, grüß ich. Kaktus 1:7, grüß mal. Nee, Jesse, danke fürs Moderieren, grüß ihn raus. Armin Bia, grüß mal das VIP. Runner D, grüß ich. Dennis 12:10, grüß ich. Black Best 2, grüß mal. Markus 1, grüß ich. Daniel, grüß ich. Christopher Tiffler, nochmal 20 raus. Vielen Dank. Beste Hund, schreibe der. Vielen herzlichen Dank, Bruder. Schade, dass er mal raus hier. Das so am Ende des Streams einfach. Guck mal, nochmal ein Überfall von Christopher. Liebe geht raus an dieser Stelle an den Christopher. So muss das. Techno Freak 55, grüß mal. Fabian Hange, grüß mal noch. Herr Klaassen, grüß mal. Team 1:7, grüß ich. André, grüß mal. Mr. Bubblegum, grüß ich. Mina Gerst und Xion ohne Nase 1:7, grüß mal. VIPs. DJ Doschheib, grüß ich. Xion Thunfisch, grüß ich. Alexander Börner, grüß ich. René, grüß ich. Luca, grüß ich. Iceman 82, Flo Webo Official, grüß mal beide als VIPs. Toyo 8N, grüß mal als VIP, Dead Zero, grüß mal als VIP, 127 Rundebande, grüß mal, Nice Cow, grüß ich, Kelana, grüß ich, Axion Big Mac, Sender bei Michael und Benjamin G, grüß mal alle als VIPs, Marfo 666, grüß mal auch als VIP, dann Tanja, grüß ich,
italienischer Xyun, grüß mal, buongiorno. Ihr wolltet auch gegrüßt. Dann den Jan grüß ich, Jan Weisberg grüß mal. Daniel grüß ich, Joachim grüß ich. Kurt Rainer Xyun grüß mal. Chaos Fabi 09 grüß ich. Ronji Motorsport oder Ronge Motorsport, ich denke mal Ronji. Clinton grüß mal noch. Flugzeug Airplane grüß ich. Markus 1 grüß ich. Brian grüß ich. Timmy 107 grüß mal. Jojojojo grüß ich. Berber 2 grüß ich. PS4 Gamer grüß ich. Michael Theresa, der King of Noobs. Marvin 107 grüß ich. Benjamin G grüß mal noch. Luca L, Fungamer 11, Gamer Mix TV, Cetrix, No Skill 2310 und Dominik LP grüß mal alle. Und Fabi grüß mal, Thies hier, die YouTube grüß ich. Jojojojo ist gerade wieder viel geworden. Dankeschön, grüße gehen auch raus an dich. Kilian grüß ich. Civix grüß mal. Connor, Bastian grüß mal. Lukas LOL grüß ich. Alina Live grüß mal. Heim, was? Nee, Kiamt TV grüß ich. Remax grüß mal auch noch. Schreibt noch gute Nacht. Kaktus 107 grüß ich. Just Nice Finn grüß ich. Baustell grüß ich. Dann haben wir noch Alpi 751. Digi grüß mal auch. Break 107 grüß ich. Alpi 751, genau, hab ich schon begrüßt vorhin. Michael 107 grüßt man noch als VIP und ich soll dann noch Sinas Welt, Lindrind und Lost Cookie und Bella Marie und nee, Jesse grüßen, jawohl. Grüßen wir alle zusammen. Oder zusammen werden gegrüßt. So, JJ's Gaming Zone grüße ich noch als VIP. Kördl grüßt man auch noch als VIP. Marfu hat nochmal einen Euro. Sagen schon Marfu. Queen Gamer grüße ich. Blue Pixelman, so, Blue Pixelman grüß mal. Ghost Steel Melon grüß mal. Wieso Gaming grüß ich. Theresa grüß ich. Lukas 107 grüß ich. David, die Seko grüß mal. Oder Gecko. Valentina grüß mal. Eldenit grüß. Alter, Christoph schaltet einen Fuffi raus als Sticker. Ja, bist du deppert? Er haut einfach mal einen fetten Sticker raus. Einen 50-Euro-Sticker. Wo bist du deppert? Der schallert aber durch hier. Mit einem Gaming-Sessel. Da muss ich los, Christoph. Weißt du was? Auf Christoph seinen Nacken hauen wir am Ende hier nochmal eine Lasershow raus. Die hauen wir noch am Ende für Christoph raus. Komm. Also Christopher. Steht immer nur Christoph Punkt 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 bei einem Sticker. Der zeigt nie den ganzen Namen an, was ich voll scheiße finde. Kompi grüßen wir noch. Just Nice Finn grüß dich. Karl und Tagen, die Ehrenbrüder grüßen wir auch. Alexander Börner grüßen wir noch. Brian Pinto grüß dich. Luca Galaxy wird gegrüßt. Fantastisch grüßen wir. The Skyflash grüß dich. Jason. KTG grüße ich, Mercedes-Benz AMG Fan grüß mal, The Mystic Greg grüß mal, Breaker 107 grüß mal. Die Mucke ist übelst chillig, ja, das ist meine Mucke zum Durchgrüßen. Die muss immer chillig sein. Oliver LP grüß mal noch, Fortnite Rocket League, Evoli grüß mal, den André grüß mal, ein Beams, ein Bär grüß mal, Ghost Steel Melon grüß mal, Alexander grüß dich, Max B grüß mal, Ruben wird gegrüßt, Simon Xyren grüß mal. Ich will Zeit fürs Haier machen. Ne, jetzt wird es Zeit fürs Arbeiten. Nicht fürs Haier machen. Ich habe heute genug Haier gemacht. LS19 Assi grüßen wir noch. Jason KTG habe ich schon zweimal gegrüßt, glaube ich. Justin Rote grüßen wir noch. Elvin grüße ich. Alessandro grüßen wir. Michael 107 grüßen wir als VP. Wobei, den habe ich auch schon gegrüßt, ne? Ach, der chattet neben jemand anderen. Jens Andres, warum so matt? Der Emote, alles Gute für deine Emote, dass du besser drauf bist, lieber Jens. So, bitte grüß mich, warte mal, ich gebe das mal durch den Übersetzer, dann grüße ich dich, Bruder, pass mal auf. Ich weiß schon mal, was das heißt. Google Übersetzer. Der hat irgendwelche chinesischen Zeichen drin, keine Ahnung, was das ist. Chinesisch. David, grüß mal. Und es heißt so auf Chinesisch. Dawei. Also David wird gegrüßt auf alle Fälle. Kilian grüß mal, Johannes grüß mal, Louis grüß ich, BMW M3 Funktion wird noch gegrüßt. Der Ehrenmann ist immer dabei. Das muss ich wirklich sagen, der Ehrenmann ist immer am Start. Wobei kann ja auch eine Ehrenfrau sein, aber ich denke mal, es ist ein Dude. Weil Mädels sind jetzt nicht so krass hart auf Autos aus wie ein Dude. Ist halt so. Autointeressierte sind meistens Typen. Erst BMW M3 Funktion, wird schon ein Typ sein, oder? Oder bist du Mädel? Weil nicht, dass ich dann sage, der Ehrenmann und dann ist ein Mädel dahinter und denkt sich so, oh, nein, ich bin da auch mal ein Mädel. Aber es wird schon Dude sein. Hoffen wir es mal. Wenn nicht, dann sag, dass du Mädel bist. Dann sage ich, die Ehrenfrau. So, Xyonsweiches Feld grüßen wir noch als VIP. So wie es aussieht, bin ich pünktlich. Ja, pünktlich zur Durchgrußrunde. Man kennt's. Xyon Big Mac grüßen wir noch als VIP. Auch aktiv noch dabei. Schau, der Jens, jetzt freut er sich.
Jens, ich sag doch, schön die Maut jetzt reingeschallert, so muss das. Miss Ayumi grüßen wir auch noch. Mit dem Ladebalken, jawohl. 1 zu 7 Boss grüßen wir. Lukas 1 zu 7 grüßen wir. Mr. Bubblegum, danke fürs Grüßen. Auch kein Problem, immer gerne. Der Tim haut nochmal einen 10er raus. Da bist du deppert. Bist der Beste. Vielen Dank, Tim 92,99 für den ganzen 10i. Vielen Dank, Bruder. Vielen Dank. So, Alpha Gamer grüßen wir noch. Werter Text grüßen wir noch. Cambio grüße ich. Also heute machen wir eine große Durchrunde, sehe ich gerade. Hallo, bin Auto interessiert, Mann. Achso, da bist du Mädel. Also, fantastisch ist ein Mädel, okay. Ich sage ja nicht, dass Mädels nicht Auto interessiert sind, nur das meistens ist es so, wenn du über Autos redest, haben Mädels drauf keinen Bock. Also meistens auch bei Schandl ist es so, die interessiert sich jetzt nicht so krass für Autos. Wenn ich über Autos rede, dann so. So in etwa immer, ne? Ist halt so, oder wenn ich Auto waschen gehe. Danke, Bruder. Ja, David, kein Problem. Schönen Namen hast du dir ausgewählt zum Durchgrüßen. Man muss es übersetzen lassen. Dafür habe ich Zeit, ne? Leiser Schuh fehlt noch. Was? Leiser Schuh? Ein Christopher Tiffner. Wer ist Leiser Schuh? Soll ich den noch grüßen oder was? Leiser Schuh grüßen wir sonst, oder? Ich weiß auch nicht, was du genau meinst. So, Diamond XD grüßen wir noch. Ich mag Bäumann, so 7 grüßen wir noch. Danke fürs Grüßen. Ach, die habe ich schon gegrüßt. Ach, stimmt. Da war ja was. Aber er, okay, er bedankt sich. Alles gut. Ist der Beste in der ganzen Welt. Ach, Liebe geht raus. Wie lange streamst du noch? Ich bin jetzt gerade am Aufhören. Ich bin noch am Durchgrüßen. Beetle 1 grüßen wir noch. Dann. Ich komme immer zu spät. Man kennt's. Ayumi immer zu spät dabei. Dekama 21.04 grüßen wir noch. Fortnite Rocket League habe ich schon gegrüßt, genau. Lukas 1.07 grüßen wir noch. Kannst du die meine Freundin grüßen? Das ist immer so geil, wenn Leute sagen, kannst du den und den grüßen, aber dann schreiben sie nicht dazu, wie diejenige Person heißt. Da muss ich aber sagen, ja, ich grüße die Freundin von Lukas 1.07. Ich hoffe aber, dann weiß sie Bescheid. So, jetzt Niklas 01 grüßen wir noch als VIP, genau. Oma Uli auch noch als VIP. Mali, Banker draus. Heikzung, kannst du mich bitte grüßen? Feier dich. Mali Bank grüßen wir natürlich auch noch, jawohl. Hätte auch einfach so reinschreiben können, ne? Man muss doch nichts donaten, dass man hier, ne? Bin ein Junge. Ja, siehst du, sie geht doch. Ich finde das immer so scheiße, wenn jemand sagt, der Ehrenmann, und dann ist das ein Mehl, ne? Ist auch nicht so geil. Und by the way, wenn wer was rausprügelt, ne? Verrückter Dude prügelt raus, heißt ja die Einblende. Nicht, dass dann ein Mädel kommt und sagt, es heißt aber dann Dudinnen. Was? Verrückter Dude? Wie sagt man statt Dude? Weil Dude ist ja eher ein Typ. Ist ja ein Typ. Typin? Also. Verrückte Dudin, oder was? Das muss ich mal im Duden, muss ich das ja nachlesen. So war das, genau. DJ Doshype habe ich schon gegrüßt, genau. Streams sind immer die besten, vor allem zum Einschlafen. Danke, Bruder. Genau das will ich. Ich möchte, dass die Leute in meinen Streams anfangen einzuschlafen. Nicht das Show fehlt noch wegen meines. Ja, die kommt noch. Die hau ich noch raus. Achso, leiser Show hast du geschrieben. Bist du deppert? Die kommt noch. Warte. Ich bin gleich fertig. Ich würde sagen, wir machen vor heute Schluss. Machen jetzt noch eine Lasershow. Und Daniel Mene grüßen wir noch. Den Harald grüßen wir auch noch. Und jetzt hauen wir raus, Leute. Also, wir sehen uns jetzt wahrscheinlich morgen. Oder übermorgen. Ne, wobei morgen bin ich gar nicht. Ich weiß nicht, morgen bin ich höchstwahrscheinlich nicht da. Schauen wir mal. Aber Leute, hau mal rein. Wir sehen uns übermorgen oder so. Hau mal raus hier. Also, wir sehen uns dann übermorgen oder morgen. Mal schauen, was die Zeit bringt. Ihr wisst Bescheid, um diese Uhrzeit meistens zwischen 18:30 und 20 Uhr startet immer der Stream. Also dann, Tschüssikowski, haut rein. Liebe geht raus an dieser Stelle. Ciao, sie.